hier, wir kennen das. Wir haben Podcasts, wir haben Mailinglisten, wir haben Wikis, wir haben unsere eigenen Infrastrukturen. Willkommen zu Netzpolitik TV. Und wir können die auch nutzen. Hallo, ich bin Don Dahlmann und ich bin gegen Netzzensur. Ich bin Sebastian Leterding und ich bin gegen Netzzensur. Ich bin Johnny Häusler und ich bin gegen Netzzensur, weil, was soll ich danach sagen? In Amsterdam gibt es auch eine Demo heute, in Helsinki, in Tschechien, in Prag, in Schweden, in Stockholm, in Mazedonien. Aber nochmal, es reicht nicht, wenn wir nur in einzelnen Hauptstädten was machen. Wir müssen uns auch zusammentun. Es hat nur wenige Tage gedauert, dann waren die notwendigen Stimmen zusammen. Wir dürfen keine Netzpolitik-TV-Sendung mehr machen, ohne zur Demo aufzurufen, oder? Verbindungsdaten von Anrufen, SMS, E-Mails, Faxen, Internetverkehr werden 6 Monate aufbewahrt und dürfen unter Umständen von der Polizei eingesehen werden. Ich verkünde nunmehr folgendes Urteil. Das Bundesverfassungsgericht hat die Datenspeicherung ja nicht grundsätzlich verworfen. Heißt das, nach diesem Urteil sind wir weniger sicher? Und per Internet spreche ich jetzt dazu mit Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Was fordern Sie von der neuen Bundesregierung in diesem Bereich? Wir müssen langsam mal anfangen, uns über die Rahmenbedingungen einer digitalen Gesellschaft Gedanken zu machen. Und das wird noch viel zu wenig getan. Jetzt ermittelt der Generalbundesanwalt. Die Untersuchungen richten sich gegen Verantwortliche des Internetblogs Netzpolitik.org. Auslöser für die Ermittlungen war eine Anzeige des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen wegen Landesverrats. Die Journalisten hatten Dokumente des Verfassungsschutzes zu Internetüberwachungsmaßnahmen veröffentlicht. Die Strafanzeige und die Ermittlungen des Generalbundesanwalts sind ein Anschlag auf die Pressefreiheit in Deutschland. Landesverrat und Pressefreiheit. Wer begeht hier eigentlich Verrat an den Interessen dieses Landes? Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen die Blogger eingestellt. Auf Twitter war es heute für die Journalisten von Netzpolitik.org offenbar an der Zeit, Danke zu sagen. Was sind die Konsequenzen daraus? Wir wollen weiter Berichte erstatten, auch investigativ, über unsere Themen der digitalen Welt, auch Überwachung von Geheimdiensten, und werden weiter recherchieren, weiter bohren und weiter Sachen veröffentlichen, die im öffentlichen Interesse sind. Ein Kampf, wo man sich darauf einstellen muss, dass er einfach original ewig dauert. Einen wunderschönen Abend und ganz herzlich willkommen zur absoluten Weltpremiere der Netzpolitik-Gala anlässlich des 15. Geburtstags von Netzpolitik. Ich bin Geraldine und das ist Markus. Hallo. Ja, wir dachten, wenn wir schon 15. Geburtstag feiern, könnten wir einerseits Selbstbeweihräucherung machen. Dann dachten wir irgendwann, nee, das ist ein bisschen langweilig. Und unsere Motivation ist ja auch, euch zu inspirieren, euch zu motivieren, selbst aktiv zu werden, gemeinsam mit uns zu kämpfen für eine lebenswertere digitale Gesellschaft. Und wir dachten dann, wir machen das ein bisschen lockerer. Wir haben also die nächsten 2 Stunden ein abwechslungsreiches Programm aus Spaß, Kunst, Musik, Politik, Wissenschaft. Aber vor allen Dingen wollen wir verschiedene inspirierende Menschen mit ihren Projekten vorstellen, um euch auch zu motivieren, selbst aktiv zu sein, sich ein Vorbild zu nehmen und ja, die Welt besser zu machen. Genau, das heißt, wir gratulieren nicht nur Netzpolitik heute Abend, sondern ganz vielen anderen Menschen und Initiativen, die Netzpolitik machen und diese wunderbare Community bilden. Und es geht los. Es geht los mit Leonard Dobusch. Er ist Mitglied des ZDF-Fernsehbeirats. Darum geht es vielleicht später nochmal. Aber zuerst wird er einen höchstwissenschaftlichen Vortrag zum Status quo der Zivilgesellschaft der Digitalen in Deutschland halten. Einen herzlichen Applaus. Ja, vielen Dank, das hier eröffnen zu dürfen. Muss ich was umschalten, dass das hier... Ja. Ach so. Ah. Ist das doch zu schnell? Bitte? Ich habe jetzt eingestellt. Ich war Darsteller, Folge, aber muss ich es rüberziehen, vielleicht? Auf einen Manager? Okay. Schaltest du mal um, Nina, bitte? Danke. So, jetzt. Ja,
Sehr gut. Ja, also, nach diesen Startschwierigkeiten, jetzt der angekündigte wissenschaftliche Vortrag zum Status, okay, irgendwas ist da falsch, zur digitalen Zivilgesellschaft in Deutschland, fragwürdige Vergleiche und zahllose Zahlen. Und dadurch, dass ja um meinen 15-jährigen Geburtstag geht, habe ich den zum Anlass genommen, mal ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen. Und wie manche vielleicht wissen, ich bin ja eigentlich Professor an der Uni für Betriebswirtschaftslehre. Das heißt, mein Ausgangspunkt war mal, okay, woran misst man eigentlich Erfolg von digitalen Unternehmungen im Allgemeinen? Und da wissen ja wahrscheinlich viele, gerade hier in Berlin, die ganze Startup-Szene, alle sind auf der Suche nach der Hockeykurve. Ja, also man will quasi, klar, es geht irgendwie so ein bisschen langsam los, aber irgendwann soll das Ganze steil exponentiell ansteigen. Ja, und auf die Suche nach dieser Hockeykurve habe ich mich jetzt ein bisschen begeben, um eben irgendwie zu evaluieren, wie erfolgreich ist zum Beispiel netzpolitik.org, aber wie erfolgreich oder wie stark hat sich eigentlich die digitale Zivilgesellschaft in Deutschland in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren entwickelt. Wobei man sagen kann, das kann ich schon vorwegnehmen, die ersten 5 Jahre der Geschichte von Netzpolitik und der digitalen Zivilgesellschaft in Deutschland, das war eher tote Hose. Aber schauen wir mal, beginnen wir bei netzpolitik.org und auf der Suche nach einer Hockeykurve, wie erfolgreich waren wir da? Da habe ich gleich mal eine gefunden. Das ist die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Geld bekommen dafür, dass sie bei netzpolitik.org mitschreiben. Und da sieht man, das war relativ stabil bei 1 bis 2009. Dann eine Verdopplung innerhalb von einem Jahr auf 2. Das war dann auch relativ lang stabil. Und dann kam dieser glückliche Umstand, dass gegen Netzpolitik wegen Landesverrat ermittelt wurde und dadurch hat es dann quasi eigentlich diesen Boost gegeben und man sieht, the sky is the limit. Also es geht wirklich, wir haben hier diesen Hockeyschläger. Ja? Jetzt kann man sagen, ist das jetzt eine Ausnahme? Also quasi, wie geht es Organisationen, gegen die nicht wegen Landesverrat ermittelt wurde? Und deshalb würde ich das jetzt gerne mal vergleichen. Wie gesagt, fragwürdige Vergleiche. Ich will mich da wirklich ganz an meinem Titel quasi orientieren. Und vergleiche mal die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von netzpolitik.org mit der Anzahl der Besucherinnen der Chaos Communication Kongresse. Und nicht ganz eine Hockeykurve, aber auch also steil nach oben. Ja? Hier relativ stabile 3000 Besucherzahlen. Da sind manchmal Missing Data, die an der Uni sind, kennen das. Und dann quasi geht es steil nach oben. Und was man hier nicht sehen kann, da steht immer ausverkauft. Also das hätte sogar noch steiler sein können. Ja? Dagegen, wenn man jetzt wiederum, ist quasi, wenn man das vergleicht mit der Mitarbeiteranzahl, die ist immer noch hier abgetragen, dann ist eher Flatlining. Jetzt denkt man sich, na klar, okay, der CCC. Ich hätte natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiteranzahl von CCC hier auftragen können, dann wäre das überhaupt Flatline gewesen, weil der Chaos Computer Club sich ja gegen eine Professionalisierung entschieden hat. Ganz im Unterschied zu eigentlich, wenn man so will, dem Heavyweight, also dem Schwergewicht der deutschen digitalen netzpolitischen Zivilgesellschaftsszene, weil gegen dieses Schwergewicht stinkt dann auch der Chaos Computer Club ab. Das ist die Entwicklung der Mitglieder von Wikimedia Deutschland, also quasi dagegen, ja, also wir sind da oben im Bereich von 70.000 inzwischen, also da kann man sagen, ja, da ist noch Luft nach oben bei, auch bei, sogar beim Chaos Computer Club. Na gut, kann man sagen, das sind jetzt nur Menschen, vielleicht ist viel wichtiger sogar, wie sieht es mit Geld aus, ja, also auch da hier wieder die Spendenentwicklung, hier gibt es keine Daten bis 2012, dann aber haben wir erste Daten und man sieht hier, wie gesagt, also wenig überraschend korreliert Mitarbeiterinnenanzahl mit Geld. Man könnte auch sagen, das Geld, das reinkommt, wird auch ausgegeben und ja, und hier sieht man, das ist quasi Peak Landesverrat, ja. Nach Peak Landesverrat ging es ein bisschen nach unten, aber ich finde das eigentlich schon erstaunlich, dass man es geschafft hat, hier eigentlich auf Landesverratslevel schon langsam zu stabilisieren. Und ich finde, das ist eigentlich eine ziemliche Leistung, das muss man schon sagen. Wenn man jetzt aber quasi wiederum auch, es geht ja um Vergleiche und um wie verhältnismäßig erfolgreich, es tut mir leid, also selbst trotz dieser, und wir bewegen uns hier im Level von 500.000, aber selbst das wird gecrushed
wenn wir es wieder mit Wikimedia vergleichen. Also wie gesagt, das ist immer noch, das ist jetzt Peak Landesverrat, aber das ist, wenn man mit Wikipedia fundraisen kann. Ja, also insofern gibt es da durchaus auch noch Luft nach oben, was das Fundraising von Netzpolitik betrifft. Ich gebe zu, die letzten Daten hier sind extrapoliert, also bitte hier nicht Screenshots machen und dann in einem Masterarbeit oder so verwenden, das ist nicht robust genug. Gut, aber jetzt, das ist sozusagen die Entwicklung an nackten Zahlen, Menschen, Geld, ja, aber eigentlich, wenn wir jetzt digitale Zivilgesellschaft reden, ja, die sich natürlich als Minderheit, aber vielleicht als kritische Masse, ja, entwickelt hat zu einem Punkt, wo man dann einen Einfluss hat, eigentlich geht es natürlich um was anderes. Eigentlich geht es um Impact. Eigentlich soll die digitale Zivilgesellschaft ja irgendwie wirksam werden im politischen Prozess, in der Gesellschaft. Ich habe gehört, heute beim Vortrag von Jeanette Hofmann wurde schon einmal dieses Tool verwendet. Ich werde den Rest des Vortrags auch quasi mit diesem von Zeit Online kürzlich bereitgestellten Tool, nämlich darüber spricht der Bundestag, arbeiten und hier das verwenden als Proxy, also quasi als näherungsweisen Indikator für Impact. Ja? Und da kann man schauen, hat es netzpolitik.org überhaupt in den Bundestag geschafft? Ja? Und da muss man sagen, ja, hat bis so circa 2009 gedauert. Ja? Also das war genau das, was wir auch im Video gesehen haben. Seit 2009 ist netzpolitik.org so jedes zweite Jahr einmal irgendwo im Bundestag, wird es mal erwähnt. Jetzt kann man sagen, na gut, wie sieht das aus mit den Gegenspielern? Es ist gar nicht so einfach, wer ist eigentlich der Gegenspieler? Ja, also, aber ich würde sagen, also jetzt, das ist jetzt ein bisschen so aus meinem Background im Fernsehrat, sitze ich im Ausschuss Telemedien. Ich bin ja für Berlin dort, für den Bereich Internet. Und der große Gegenspieler von Berlin, wenn es um Coolness in Deutschland geht, ist natürlich Bayern. Und Bayern hat sich für den Fernsehrat ausgesucht, das ist kein Scherz, ich zitiere jetzt aus dem Rundfunkstaatsvertrag, Digitales. Ja? Und Bayern hat für Digitales als Vertreter, also das Recht, da jemanden zu entsenden, Berlin hat das delegiert an den CCC und andere Vereine, Bayern hat es delegiert an den Bitkom. Und der Bitkom, der Branchenverband der Telekommunikationsindustrie, hat dann wiederum entschieden, wen schicken wir da hin. Alle wissen, der Bitkom wird dominiert von der Deutschen Telekom. Na ja, gut, dann entsenden wir den Cheflobbyisten der Deutschen Telekom und mit dem sitze ich dann immer im Ausschuss Telemedien. Das nur, warum ich den Bitkom hier als quasi so den Evil-Gegenspieler hier ausgewählt habe. Und wenn man sich anschaut, der Bitkom, der ist noch ein bisschen stärker. Aber interessanterweise, den Bitkom, den gibt es auch erst so seit 2000 im Bundestag. Ja? Also wir sind ein bisschen später dran. Ja? Also vielleicht überholen wir den Bitkom jetzt in den nächsten Jahren, was Netzpolitik versus Bitkom betrifft. Aber wie sieht es dann aus im Vergleich mit anderen netzpolitischen, zivilgesellschaftlichen Vereinen? Also das zum Beispiel ist der CCC und der hatte, also Peak CCC war 2011. Ja? Wenn man das noch weiter fasst, welche netzpolitischen Vereine kommen überhaupt vor im Bundestag, dann findet man da CCC, man findet Digital Courage, man findet Netzpolitik.org, man findet, naja, Piratenpartei als Verein, na gut, egal, ich wollte es nur auch mal da reinhauen. Jetzt kleines Fun Fact, welcher netzpolitische Verein hat es bisher noch nicht in den Bundestag geschafft? Wikimedia. Also man merkt, Geld schießt vielleicht Tore, aber Geld bringt dich nicht in den Bundestag, zumindest nicht als zivilgesellschaftlicher netzpolitischer Verein. Was ich mir bei dieser Grafik aber gefragt habe, ist, was ist das hier? Ja? Also was ist bitte hier irgendwie... CCC gibt es seit 49, also das kann nicht, also entweder irgendwie hat damit Zeitreisetechnologien irgendwie, aber ich weiß es nicht, auch die Piratenpartei wurde einmal erwähnt, irgendwann in den Mitte der 80er Jahre, das muss ich jetzt quasi als offene Forschungsfrage hier quasi an die geneigten Zuschauer, vielleicht vergebe ich mal eine Masterarbeit dazu, das zu untersuchen, was dieses Artefakt hier in den Daten zu sagen hat. Man merkt, man kommt an die Grenzen der quantitativen Analyse, da braucht man qualitative Daten. Wir nähern uns dem Ende, die werden schon nervös, aber zum Abschluss, und das gehört natürlich schon auch zur digitalen Zivilgesellschaft, wir haben gesagt, Menschen, Geld, Vereine, aber es geht natürlich auch um Themen. Ja? Welche Themen kommen im Bundestag an? Welche Themenkonjunktur, netzpolitische Themenkonjunktur gibt es im Bundestag? Und da muss man sagen, es gibt zwei Dauerbrenner im Bundestag, die uns quasi schon immer begleiten, die quasi netzpolitische Dauerbrenner lang vor dem Netz schon waren. Das ist einerseits Überwachung,
ja, mit Peak-Überwachung schon mal in den 70er Jahren. Und dann haben wir hier auch das Urheberrecht, hatte ehrlich gesagt, ist das Thema, das mich am meisten beschäftigt und frustriert. Und das war offensichtlich in den 60er Jahren schon mal schrecklich, hatte dann aber ein tolles Comeback und es hört seither seit dem Internet nicht mehr so richtig auf, während Überwachung konstant nervt. Neu dazugekommen ist quasi Überwachungstechnologie, die erst mit dem Internet möglich war, Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Aber man sieht schon, und das ist auch jetzt wirklich etwas, was man in der netzpolitischen digitalen Zivilgesellschaft beobachten kann, stark vorkommen, auch im Bundestag tun, die Defensivthemen, die Abwehrthemen. Das einzig positive Thema, das ich da gefunden habe in jüngster Zeit, Freifunk, gibt es seit 2017, während zum Beispiel freies Wissen, Wort nicht gefunden. Ja? Also freies Wissen hat es noch nie in den Bundestag geschafft. Hallo Wikimedia, also sehen wir hier eine Möglichkeit vielleicht oder eine Aufgabe. Aber wenn man jetzt quasi, ich habe dann nochmal versucht, gibt es nicht irgendwelche Positivthemen, die es im Bundestag schon gibt, die einen starken digitalgesellschaftlichen Bezug haben? Und da gibt es dann ein bisschen was so im Bereich Offenheit, das ist aber wirklich noch jüngeren Datums. Da gibt es quasi Open Data, kommt zweimal Open Source, Open Access, also da gibt es zumindest ein bisschen was, was sich in dem Themenbereich abspielt. Ja. Und dann natürlich der Newcomer in den letzten Jahren, und ich würde sagen, da wird es jetzt heikel, ja, wenn man sich anschaut. Ich habe mal verglichen Netzpolitik versus Blockchain, ja? Und ihr seht, das wird kritisch. Ja? Also wir haben hier, also Blockchain ist inzwischen im Bundestag stärker von Bedeutung als Netzpolitik, nicht Netzpolitik.org, das wäre nicht verwunderlich, aber Netzpolitik ganz allgemein ist hinter Blockchain zurückgefallen. Das führt mich jetzt dann zu meinem Fazit. Also was kann ich jetzt hier Netzpolitik für die nächsten 15 Jahre mitgeben? Und ich würde sagen, naja, eigentlich gar nicht so schlecht. Also man hat mit weniger Geld größeren Impact geschafft, wie die meisten. Ist quasi knapp, ist dem Bitkom im Nacken. Ja? Das ist eigentlich sehr gut, aber ich glaube, wenn wir jetzt nach vorne schauen und nicht zurück, dann sollte man mal überlegen, ob wir nicht ein Rebranding brauchen, ja? Und hier von Netzpolitik hin zu Blockchain.org uns weiterentwickeln, aber ja, keine Ahnung. Markus, was sagst du dazu? Ja, du bist nicht nur ehrenamtlicher Autor bei netzpolitik.org, du hast es auch geschafft als zivilgesellschaftlicher Vertreter für das Internet durch das Land Berlin in den ZDF-Fernsehrat zu kommen. Als Österreicher, also super Hack. Wie siehst du da deine Rolle? Also kannst du mal ein bisschen kurz beschreiben, was man da als zivilgesellschaftlicher Vertreter machen kann? Demotiviert dich das nicht die ganze Zeit? Also mein Ziel ist quasi, dass ich die Leute dort mehr demotiviere als sie mich. Ich würde sagen, ich mache da auch Fortschritte. Ja? Nee, aber also ganz ernsthaft, ich meine, alleine, dass es einen Vertreter fürs Internet gibt, sagt, dass es dort noch Optimierungspotenzial gibt. Aber ich würde sagen, ich würde es nicht machen, also im Sinne von da auch wirklich immer hinfahren und auch zwischen den Sitzungen versuchen, hier mich in die einzuarbeiten und auch drüber exzessiv zu bloggen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es durchaus sinnvoll ist, dass es sowas wie einen öffentlich finanzierten, gemeinwohlorientierten und nicht primär profitorientierten digitalen öffentlichen Raum gibt. Mein Problem ist halt, die Öffentlich-Rechtlichen sind das noch nicht. Und die Frage ist, wie kommt man dahin? Ich habe ein Steckenpferd-Thema, das ich seit Tag 1 in diesem Fernsehrat wirklich versuche, dort wirklich zu nerven. Das ist freies Wissen. Also ich würde mir gerne wünschen, dass die gebührenfinanzierten Inhalte auch dort, wo es einfach möglich ist, das sind immer noch genug, dass die unter einer offenen Lizenz Wikipedia-kompatibel veröffentlicht werden, sodass sie dann da auch landen können. Ja, und ich kann nur sagen, es ist wirklich ein hartes Brett. Ja. Also du hast in deinem Interview mit Freitag geschrieben, warum traut sich Netzpolitik Dokumente veröffentlichen? Ja, wir haben kein Justizariat, das es uns quasi davon abrät, ja, weil wir es uns nicht leisten können. Und das hat mir sehr gefallen, weil es gibt leider in jedem öffentlichen Sender ein riesiges Justizariat, das ungefähr von allem abrät, was ich gut finde. Und deshalb habe ich mehr mit Juristen zu tun, als mir lieb ist. Aber ich würde sagen, sie bewegt sich doch, aber es ist sehr, sehr, sehr langsam. Aber es ist nicht völlig hoffnungslos. Ja? Also nicht so wie in Österreich.
Ja, vielen Dank, Leonard. Nochmal einen Applaus für all das Sitzfleisch und die Motivation, unsere Interessen im ZDF-Fernsehrat zu vertreten. Danke. Ja, vielen, vielen Dank, Leonard, für diese Deep Data Analytics. Ein fantastischer Auftakt zur Gala. Und es geht weiter mit dem Prototype Fund, vertreten von der fantastischen Katharina Meyer. Vielleicht als erstes mal ganz kurz die Hände hoch. Wer kennt alles den Prototype Fund? Achso, nicht alle. Erklär doch nochmal, was ihr macht, Katharina. Wir setzen in gewisser Weise um, was Leonard auch ein bisschen gefordert hat. Und zwar sorgen wir dafür, dass mit Steuergeldern Community-Technologie finanziert wird und spannende Innovationen an die Gesellschaft zurückgehen mit einer offenen Lizenz. Und es ist traurig, aber wahr, ihr seid eine der wenigen Förderprogramme, nicht nur für digitales Ehrenamt, sondern eben auch gerade für offene Technologien. Wie versucht ihr da Pionierarbeit zu leisten und was soll alles noch dazukommen? Wir haben in bisher 4 Jahren 118 Projekte mit 4,8 Millionen gefördert, haben Ausschreibungsrunden zu KI, zu Nachhaltigkeit und zu Diversität gehabt und versuchen halt spannende Schnittstellen-Themen an der Schnittstelle von Gesellschaft und Technologie anzufassen und Nachahmer zu finden. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt uns schon ganz großartig. Wenn die anderen Ministerien nachziehen würden, glaube ich, hätten wir schon einiges geschafft. Und wenn Menschen das jetzt interessant fänden und mitmachen möchten, was passiert gerade aktuell bei euch? Wir haben aktuell eine Ausschreibungsrunde zu Vertrauen und Technologie und allen Interdependenzen, die so in diesen beiden Themenfeldern bestehen. Wir meinen damit nicht vorrangig die Blockchain, ich sage es gleich dazu. Die Ausschreibung läuft noch bis zum 30. September und alle Informationen findet man auf prototypefund.de. Und mit den Erfahrungen, die ihr jetzt die letzten Jahre gesammelt habt, wenn ihr seht, wer bewirbt sich bei euch, wer bewirbt sich vielleicht auch nicht, irgendwie auch gerade die fantastischen Stats und Insights, die Leonard gerade gezeigt hat, wo finden Debatten zu offenen Technologien statt und wo noch nicht, was sind eure Forderungen? Bei uns bewerben sich vor allen Dingen Leute, die freiberuflich tätig sind in der Softwareentwicklung und zeigen auf großartige Weise, dass eine andere Technologieentwicklung möglich ist. Wenn zum Beispiel Leute behaupten, man kann KI-Datensets nur auf persönlichkeitsrechtsbrechende Art und Weise sammeln, haben wir schon mehrere Projekte gezeigt. Nein, das ist immer eine willentliche Entscheidung und wenn man das anders machen wollen würde, wäre es vielleicht ein bisschen teurer, aber es ginge. Fantastisch. Hast du abschließend noch einen Wunsch an Netzpolitik? Glückwünsche zum 15. Geburtstag. Ich glaube, Netzpolitik war einer der wichtigen Wegbereiter, weil die über Open Source auch schon seit mindestens 15 Jahren berichten. Und wir wünschen uns, dass es auch weiterhin der Fall ist und versuchen, ganz gute Projekte auf den Weg zu bringen, damit die da auch berücksichtigt werden können. Vielen, vielen Dank. Macht bitte weiter so. So, als nächstes haben wir Jugendhackt und als Vertreterin von Jugendhackt haben wir Sonja Fischbauer. Genau. Hallo. Noch eine Österreicherin. Wir haben heute per Zufall relativ viele Österreicherinnen auf der Bühne. Das war nicht so geplant, hat sich aber so ergeben. Was macht Jugendhackt? Jugendhackt fördert Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, die Bock drauf haben, mit Technik die Gesellschaft zu verändern. Unser Motto ist: mit Code die Welt verbessern. Und bei unseren Hackathons und Workshops und in der Online-Community, da kommen die Jugendlichen zusammen und entwickeln ihre eigenen Visionen und Ideen, wie sie ihre Technik-Skills einsetzen können. Nicht einfach nur um der Technik und der Gadget-Verliebtheit willen, sondern um damit coole Sachen zu bauen, die die Zukunft besser machen. Wie zum Beispiel, rede ich schon zu lange? Okay. Wie zum Beispiel ein Jump-and-Run-Computerspiel, bei dem man so als kleines Einhorn Überwachungskameras ausschalten muss. Oder einen tragbaren, selbstgebauten Hardware-Sensor, der Klimaalarm schlägt, wenn die Luftqualität um einen herum zu schlecht wird. Und das sind alles Projekte, die sich die Jugendlichen selbst ausdenken und die dann auch selbst umsetzen. Und wie lange gibt es schon Jugendhackt und wo gibt es überall Jugendhackt? Gute Frage. Jugendhackt gibt es noch nicht ganz so lange wie Netzpolitik.org. Jugendhackt gibt es seit 2013 und hat hier in Berlin gestartet mit einem kleinen Event mit 60 Jugendlichen. Und mittlerweile haben wir Events und Workshops in ganz Österreich, Deutschland und der Schweiz. Österreich zuerst gesagt. Das passiert, wenn Berlin so cool ist, dass sie uns Österreicher alle hierher bringt.
Nein, und mittlerweile haben wir etwa 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei unseren Events und Workshops. Und wie kann man euch unterstützen, wenn man die Idee cool findet, was ich tue? Das ist eine ganz gute Frage, denn wie so viele andere Projekte und gemeinnützige Organisationen ist auch Jugendhack zu dem, ja, der nicht ganz so idealen Förderlandschaft unterlegen. Und da freuen wir uns über alle Leute, die uns spenden oder eine Fördermitgliedschaft bei uns investieren wollen. Ja? Und was ihr auch machen könnt, wenn ihr Bock drauf habt, Mentor oder Mentorin bei Jugendhack zu werden, ehrenamtlich mitzuarbeiten und den Jugendlichen so als Unterstützung zur Verfügung zu stehen, dann freuen wir uns auch da über Mitarbeit, weil da steckt ca. 5000 Stunden Ehrenamt in Jugendhack pro Jahr von ganz vielen coolen Leuten. Eine ganz coole Community ist das. Dankeschön. Und wenn ihr Bock drauf habt, dass ihr selbst mal so einen schönen Blick auf die Zukunft bekommt, dann würde ich euch einladen, so könnt ihr uns auch unterstützen. Am 6. Oktober haben wir im Silent Green Kulturquartier unsere Abschlusspräsentation für Jugendhack Berlin. Und da könnt ihr ab 11 Uhr kommen, es wird auch ein schöner Saal sein, da werden die Jugendlichen ihre Projektideen präsentieren und da könnt ihr im Saal sitzen, zuschauen und staunen und applaudieren. Ja, vielen Dank, Sonja. Ein Applaus für Jugendhack, eines der coolsten Nachwuchsprojekte, die wir haben. Und es geht weiter mit dem großen Bruder der deutschen digitalen Zivilgesellschaft, Wikimedia Deutschland, vertreten von Nicole Ever. Wir haben gerade, jeder kennt Wikipedia, wir haben gerade die sehr beeindruckenden Zahlen gesehen, wer alles so mitschreibt. Aber was macht ihr eigentlich als Wikimedia? Als Wikimedia arbeiten wir daran, freies Wissen in der Gesellschaft und auch im Bundestag zu verankern. Vielen Dank für diese ganzen Steilvorlagen, die du mir gegeben hast, Leonard. Also wir sind die Gesellschaft zur Förderung freien Wissens. Wir arbeiten eben daran, die Ideen hinter freiem Wissen einer breiteren Öffentlichkeit in der Gesellschaft, einer breiteren Öffentlichkeit erstmal bekannt zu machen und nahe zu bringen und in der Gesellschaft und in der Politik und in Institutionen zu verankern und wollen damit eigentlich die Welt verändern, natürlich wie ihr alle hier für eine bessere Welt und auch eine stärkere Demokratie sorgen. Dazu, dass wir Zugang zu Wissen und zu Bildung fördern wollen, versprechen wir uns eigentlich auch, dass dadurch die Demokratie gestärkt wird und wir in eine etwas bessere Zukunft vielleicht blicken können. Das wäre schön. Erzähl doch nochmal kurz, du arbeitest ja auch international und vernetzt sozusagen die unterschiedlichen Chapter, die Wikimedia hat. Genau, ich bin die Leiterin internationale Beziehungen bei Wikimedia Deutschland und leite aber auch einen internationalen Strategieprozess zusammen mit den anderen Organisationen im Movement, mit der Foundation zusammen. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, bis 2030 zu dem Support-System sozusagen für die gesamte Bewegung für freies Wissen zu werden. Und jede und jeder, die unsere Vision teilen, sollen sich uns anschließen können. Jetzt ist aber die große Herausforderung, dass wir erstmal unsere eigenen Strukturen ein bisschen aktualisieren und auf Vordermann bringen müssen, weil die sind alle so organisch gewachsen und auch viel durch persönliche Agenden und Geschichten geprägt. Und erstmal arbeiten wir jetzt daran, die Strukturen, also Governance-Strukturen, Finanzierungsstrukturen, Partnerschaften, Advocacy und so weiter zu aktualisieren, sodass wir dann kraftvoll gemeinsam als Movement mit vielen Partnern in unserem Ökosystem zusammenarbeiten zu können für diese gute Zukunft. Vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig, erstmal macht ihr diese ganze wirklich unglaublich wichtige Basisarbeit, aber ihr unterstützt auch seit Jahren diese Veranstaltung. Es gibt einen ganz starken Zusammenhalt unter diesen Organisationen, die wir eben als eine Community verstehen. Was können wir trotzdem noch tun, um uns besser gegenseitig zu unterstützen und so eben diesen Gegenpol zu den anderen großen Lobbykräften zu bilden? Ja, also erstmal weitermachen, nicht aufgeben. Es ist total schwierig, weil immer wieder die Einschläge kommen näher und man hört immer wieder schlechte Nachrichten über die, keine Ahnung, Verstärkung von Überwachungsmaßnahmen und so weiter und so fort. Ich glaube, wichtig ist, dass wir zusammenarbeiten, weil nur zusammen können wir irgendwie stark sein. Wir müssen uns vernetzen und zu einer ganz großen Bewegung für das freie und offene Internet werden und auch mal so ein bisschen die Querelen, die wir so untereinander haben, die unterschiedliche Organisationen vielleicht miteinander haben und die sich oft auf so Details berufen oder konzentrieren,
lass uns die zur Seite lassen und lass uns gemeinsam kraftvoll zusammenarbeiten, denn nur so können wir stark sein und können wir auch unsere Ziele erreichen. Dankeschön. Absolut. Und auch vielleicht gemeinsam dieses X definieren, von dem Frau Göppel im letzten Vortrag gesprochen hat. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Es geht weiter mit Markus Reutheim, unserer liebsten Netzpolitikredakteure. Herzlich willkommen. Steht eine Kiste Bier. So. Ne? Ach, den sieht man schon, schade. Nee, nicht einfach Vollbild. Moment. So. So, jetzt müssen wir das irgendwie hinkriegen. So, Scheiße. Moment. Ach nee, jetzt ist er wieder weg, oder was? Ja. Wir können ja alle von Glück reden, dass der junge Markus Beckedahl sich irgendwann in grauen Vorzeiten dagegen entschied, beim Start-up des heutigen FDP-Vorsitzenden Christian Lindner anzuheuern und stattdessen all seine Energie in Politik steckte und nach Berlin zog. Schon bald nach der Gründung des Blogs Netzpolitik.org mischte Markus dann in der Berliner Politik mit und mit einem neuen Politikfeld mischte er es auf. Und bis dahin hatten da wirklich nur Nerds von gehört. Und dass Markus richtig lag, zeigt jetzt die Grafik. Ich nutze natürlich auch das von Zeit Online. Das macht man hier so. Dass er mit den Themen richtig lag, sieht man eben auch, wenn man hier sich anschaut. Digitalisierung ganz groß im Kommen. Bürgerrechte war schon mal groß bei der Volkszählung, wurde dann noch mal größer zur Vorratsdatenspeicherung. Genau, und als Digitalisierung noch niemand darüber gesprochen hatte, wurde Netzpolitik.org gegründet. Genau, und Netzpolitik.org wäre nicht möglich gewesen, ohne die ganzen Menschen, die es vorangetrieben haben. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten irgendwie ins Mikrofon. Ah, das ist so kurz hier. Nee, genau, nicht bewegen. Ja? Bild ist da? Okay. Wäre nicht möglich gewesen ohne die ganzen Menschen, die es vorangetrieben haben, denn der Frontmann und Posterboy Markus Beckedahl war nicht alleine. In den ersten Jahren kämpfte ein Mann mit dem Pseudonym Wetterfrosch oft im Verborgenen an seiner Seite und er ist bis heute ein Begleiter, der immer wieder da ist und mitmischt. Oder aber auch Jörg Olaf Schäfers, der als Autor zahlreiche Artikel über Zensursolar vor allem geschrieben hat und zu anderen Themen auch und dann viel zu früh und viel zu plötzlich starb. An dieser Stelle ein Dankeschön. Und dann gibt es natürlich auch Marc Wassheim, den Bastard Operator from Hell, der jeden Tag aufs Neue mit den Servern kämpft und wie kein anderer die Technik hinter Netzpolitik.org bedient, beherrscht und betreibt und uns in Diskussionen oft vom Gleis bringt. Aber ein sehr wichtiger Mensch für Netzpolitik.org. Und dann gab es Episoden, zum Beispiel auch von diesem Herrn, der ein Praktikum machte und der dem Laden immer noch sehr verbunden ist. Danke, Linus Neumann. Und dann kam irgendwann... Dann kamen irgendwann diese Menschen dazu, André Meister und Anna Biselli, um in einem kleinen, wirklich kleinen Büro jeden Tag aufs Neue der Stachel im Fleisch des Sicherheitsapparats und der ständig wechselnden Innenminister zu sein. Also es war wirklich klein. Und anfangs hatte Markus noch gut lachen, doch dann passierte vielleicht das Bedeutendste in der Geschichte von Netzpolitik.org, weil Netzpolitik damals einen geheimen Budgetplan des Verfassungsschutzes veröffentlichte, zeigte der damalige Chef des Inlandsgeheimdienstes, Hans-Georg Maaßen, den Autoren und den Herausgeber an und dann stand auf einmal Landesverrat im Raum.
Da gibt es ein skurriles Detail an der Geschichte, nämlich exakt am gleichen Tag, als wollte der Bundespräsident an Netzpolitik.org einen Preis verleihen, nämlich Netzpolitik.org als ausgezeichneter Ort im Land der Ideen. Und so war es dann so, dass die Presse einerseits für Landesverrat und andererseits für diese Ehrung des Bundespräsidenten vor der Tür stand. Und der Bundespräsident ehrte das Blog, während die Justiz die härtesten Geschütze aufhört, die man gegen die Presse überhaupt in Stellung bringen kann. Doch dann, die Solidarität war enorm und der Skandal war im Sommerloch und bewegte die Republik. Und dann passierte was Einmaliges, glaube ich, auf Twitter. Die IBAN-Nummer von Netzpolitik war in den Trending Topics auf 1. Und zu einer spontan angekündigten Demo kommen auf einmal mehr als 2000 Menschen. Viele erinnerte das Vorgehen an die Spiegel-Affäre, deswegen sieht man hier Franz Josef Strauß auch. Und nach bangen und kämpferischen Tagen wird der Druck dann so groß, dass Bundesjustizminister Heiko Maas den ermittelnden Generalbundesanwalt Harald Range in den Ruhestand versetzt und der anzeigende Verfassungsschutzpräsident Maaßen stolpert später darüber, dass er linksradikale Kräfte in der SPD entdeckt. Heute tut er als rechter Stimmenfänger durch die Lande. Von dem Skandal profitiert hat vor allem Netzpolitik.org. Mit den Spendengeldern wurde die Redaktion ausgebaut und Netzpolitik.org wurde auch außerhalb der vielbeschworenen Netzgemeinde ein Begriff und wird dann mit dem Skandal, mit diesem Landesverrat spätestens bundesweit bekannt. Und dann kann man eben Leute einstellen. Dann kommt Thomas Rudel zum Team, Konstanze Kurz, meine Wenigkeit, hier in jungen Jahren bei meinem Lieblingsthema Polizei. Dann Ingo Dachwitz und wenig später schickt Netzpolitik.org seinen ersten Korrespondenten in Brüssel ins Rennen mit Alexander Fanta. Und dann kam noch Chris Köver als Verstärkung dazu. Aber mindestens genauso wichtig wie die Autorinnen und Autoren sind die Leute im Hintergrund. Und das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen, denn das hält den Laden zusammen und sorgt für Ordnung im Chaos. Wir sind nämlich ganz schöne Chaoten. Danke, Stefanie. Und wenn Leute, die schreiben, sind nicht unbedingt gut in Grafik, deswegen haben wir uns dann auch einen Grafiker geholt. Hallo Ole. Und jemand, der Sound und Video macht, wie Öwünsch. Und dann gibt es noch die ganzen vielen anderen, zum Beispiel Leute, die einfach schreiben, wie Leonard Dobusch, wie Matthias Monroy, Arne Semsrott oder Julia Krüger, die in ihren Fachgebieten Netzpolitik.org bereichern und mit ihrem Wissen eben dazu beitragen, dass wir irgendwie noch ganz andere Themen machen können. Und natürlich die Studis und Praktikanten, also von Praktikantinnen und Praktikanten hatten wir, ich weiß nicht, ich habe mal versucht zu zählen, die Autoren im WordPress, es müssten so 100 Leute sein, die in den letzten 15 Jahren da, glaube ich, durchgelaufen sind und hier bei uns arbeiten. Ich kann jetzt hier nur ein paar zeigen, wir haben von den anderen gar keine Bilder, glaube ich. Genau. Was sind das für Leute in der Redaktion? Es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, dass beim Thema Freiheitsrechte, dass wir uns alle schwer mit Autoritäten tun und das nicht nur in der Politik, sondern auch in der Redaktion selbst. Also Gehorsam gehört nicht gerade zu den Stärken, aber das ist vielleicht doch ganz gut so. Und so gibt es auch immer viel Auseinandersetzung um alles Mögliche, aber oftmals sind wir konstruktiv. Und ich glaube, uns alle eint, dass wir Grund- und Freiheitsrechte ausbauen wollen, dass wir gegen eine autoritäre Verschiebung der Gesellschaft sind, dass wir Freiheit wollen, dass wir eine lebenswerte digitale Gesellschaft wollen, die nicht vor die Hunde geht, auch klimatisch. Und das ist eine schwierige Aufgabe, an der man oft verzweifeln kann. Und dieses ganze Bürgerrechtsthema ist oft ein Abwehrkampf. Und dann denkst du, ach scheiße, schon wieder verloren. Und trotzdem lachen wir ganz schön viel in der Redaktion. Und also wir haben das Lachen trotz der Niederlagen nicht verlernt, aber man feiert da auch ab und zu Erfolge. Und vielleicht ist die Vielschichtigkeit dieser Redaktion mit diesen unterschiedlichen Charakteren auch verantwortlich dafür, dass wir immerhin 15 Journalistenpreise und viele weitere Ehrungen gewonnen haben. Doch genug der Lobhudelei. Kann ich mir jetzt ein Bier nehmen? Ich habe einen trockenen Mund. Genug der Lobhudelei, kommen wir zu den schönsten Abmahnungen. Netzpolitik.org hat bisher alle Abmahnungen gekontert, kann man vielleicht vorher schon mal sagen.
und in eigene Siege verwandelt. Und deswegen werden wir gar nicht so häufig abgemahnt. Die wohl legendärste Abmahnung kam von der Deutschen Bahn. Man beachte das schöne Design des Blocks damals. Die Sache verlief jedenfalls so, dass die Bahn recht schnell den Kürzeren zog. Und es zeigte sich damals erstmal so die Macht, die unerschrockene Blocks selbst auf große Konzerne ausüben können. Streisand-Effekt, Solidarisierung, David gegen Goliath. Dieses Spiel beherrscht Netzpolitik recht gut, und aber auch nur, weil ihr alle da mitmischt und eben dann dieses Blatt wendet. Am Ende gab die Bahn auf. Fun Fact am Rande: Markus Beckedahl sitzt heute im Datenschutzbeirat des Konzerns. Also wir wurden insgesamt in den letzten 15 Jahren nur dreimal, kam es vor, dass jemand wollte, dass Netzpolitik Inhalte von der Seite nimmt, und alle diese Inhalte sind auf der Seite geblieben. Das hat nicht funktioniert, Inhalte runterzunehmen. Kommen wir zum zweiten Teil, die schönsten Abmahnungen. Und die vielleicht schönste Abmahnung kam von einem Menschen aus dem rechten Spektrum, der suchte während der Auseinandersetzung um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dem NetzDG, die Nähe der Redaktion und wollte sich da irgendwie treffen. Und bekam dann per Mail die zugegebenermaßen etwas undiplomatische Antwort: mit Arschlöchern arbeiten wir nicht zusammen. Jetzt ließ diese Person das nicht auf sich sitzen und schickte dem Mitglied der Redaktion eine Unterlassungserklärung, dass er nicht mehr Arschloch genannt werden wollte. Also wir haben dann unsere Anwälte eingeschaltet und ich habe dann angefangen zu recherchieren über diese Person und mal geguckt, was gibt's denn da und was macht die so. Und manchmal hat man dann eben sehr viel Glück bei der Recherche und findet ausgerechnet ein Interview dieser Person mit folgendem Titel im Stern. Die Freude war natürlich groß, und also es gibt auch so ein gutes Gelächter immer in der Redaktion. Man hört also, wenn Markus was Lustiges findet, hört man das am ganz anderen Ende. Mittlerweile sind wir nicht mehr nur in einem Zimmer, sondern haben so vier Zimmer über so über Bande. Aber auf jeden Fall war das ein großer Spaß, und es ging durch zwei Instanzen und Netzpolitik hat natürlich gewonnen. Auch immer beliebt sind Relaunche. Netzpolitik hat sich sehr verwandelt. Das erste Design habe ich gar nicht mehr gefunden. Dann aber kam Naturheilpraxis Beckedahl, also so vom Design, damals noch ohne Logo. Das lief recht lange, das Design. Und dann kam das erste Logo und viel Weiß. Und das Design, was habe ich denn da mal aufgeschrieben? Also das war immer noch im Blog-Design, immer alle Artikel durcheinander. Dann kam Hierarchie rein ins Design und dann kam das aktuelle Design und da schrauben wir halt immer noch so ein bisschen rum. Man macht dann so hier mal die Typo ein bisschen anders und über die Jahre lernt man, bei jedem Relaunch wird es Gegenwind geben und eigentlich nie Lob. Also, es gibt eigentlich nie Lob, und wenn der Gegenwind mau ist, dann ist das Design gelungen. So, dann habe ich noch Zahlen. Also in den letzten 15 Jahren hat Netzpolitik 23.290 Beiträge veröffentlicht. Etwa 10.000 gehen auf das Konto von Markus Beckedahl, dessen Artikel allerdings viel kürzer sind als die von André Meister, der mit 10-mal so langen Artikeln, allerdings hängt er halt auch immer Dokumente hinten dran. kommentiert wurde natürlich auch. Es gab 245.000 Ergänzungen. Wir haben das immer umgenannt von Kommentare in Ergänzungen, weil die Kommentare einfach zu schlecht wurden. Das war eigentlich so, wenn man die letzten 15 Jahre anschaut, eigentlich so ein trauriges Ding, dass die Kommentarkultur so komplett versandet ist. Auch so die Anzahl der Kommentare in den ersten Jahren, da waren da 250, 300 Kommentare drunter, viel gute Sachen auch. Und mittlerweile ist es sehr rar geworden und sehr viel Schrott. Und ja, wir wissen nicht, wie viele Ergänzungen und Kommentare gelöscht wurden. Das sind die auf der Seite stehen. Außerdem sind wir mehr als 50 Mal nach Brüssel gereist, bevor Alexander Fanta jetzt das macht, haben hunderte IFG-Anfragen gestellt und das Jahresbudget auf 600.000 Euro anwachsen lassen. Ich will euch gar nicht mehr weiter mit Zahlen nerven, aber eines ist wirklich klar, wir sind noch lange nicht am Ende. Und an dieser Stelle möchten wir euch allen danken für die Unterstützung. Es macht uns verdammt stolz, in einem Laden zu arbeiten, der von Spenderinnen getragen wird, die am Ende möglich machen, dass digitale Bürgerrechte in diesem Land verteidigt werden können.
Und deswegen auf die nächsten 15 Jahre und den Ausbau von Grund- und Freiheitsrechten. Dankeschön. So, ihr habt gerade eine Abkürzung gesehen, IFG-Anfragen, kannst ja auch so, wo du stehen möchtest, IFG-Anfragen und der Experte bei uns im Team, aber generell für IFG-Anfragen, das heißt Informationsfreiheitsgesetz-Anfragen, ist Arne Semsrott, eines unserer ehrenamtlichen Mitglieder der Redaktion, aber vor allen Dingen von Frag den Staat. Was ist Frag der Staat? Frag den Staat ist eine Plattform für Informationsfreiheit, über die man so einfach wie möglich Anfragen stellen kann an den Staat. Im Prinzip eine Datenbank von allen Behördenadressen in ganz Deutschland. Man sucht eine Behörde, man gibt in einem Satz an, was man haben will, das Gutachten, die interne Korrespondenz zu dem Fall, was auch immer, schickt das ab und dann wird das automatisch an die Behörde als IFG-Antrag gestellt und erscheint online. Das heißt, das Tolle daran ist, man sieht direkt, was andere Leute angefragt haben und man sieht die Ergebnisse davon, was ja auch Netzpolitik.org ganz viel macht und deswegen sind besonders viele Dokumente aus den Recherchen von Netzpolitik auch bei Frag den Staat online. Ja, in unserer redaktionellen Arbeit ist Frag den Staat eine wichtige Plattform. Also das Informationsfreiheitsgesetz gibt es seit 2005. Früher musste man immer ein bisschen Jurakenntnisse haben, um ein Schreiben aufzusetzen. Heute ist es so, ich lese im Spiegel, dass sie aus irgendeinem Dokument zitieren, aus dem Verteidigungsministerium. Ich gehe auf Frag den Staat, klicke an Verteidigungsministerium, kriege dann so ein Feld, schreibe rein, ich hätte gerne das Dokument, was im Spiegel auf Seite 23 gerade genannt wird. Schicken Sie mir das mal und dann warten wir. Und dann kommt entweder eine kreativ geschriebene juristische Absage, die verbloggen wir je nach Spaßfaktor, oder wir kriegen tatsächlich das Dokument und das verbloggen wir dann in der Regel auch. Insofern eine spannende Sache, aber reicht das Informationsfreiheitsgesetz aus oder hast du da noch Verbesserungsvorschläge? Natürlich kann es besser werden. Bisher muss man sich die Informationen holen von den Behörden. Viel besser wäre es natürlich, wenn sie direkt da wären. Also die Weiterentwicklung von so einem IFG, von so einem Gesetz, ist ein Transparenzgesetz, wenn Informationen, zentrale Infos schon aktiv veröffentlicht werden müssen. Dazu haben wir gerade einen Volksentscheid hier in Berlin laufen für ein Transparenzgesetz. Wir haben einen eigenen Entwurf geschrieben, versuchen den jetzt mit möglichst vielen Unterschriften dazu zu kriegen, dass der Senat die letztlich dann auch durchführt. Und das ist dann hoffentlich auch ein gutes Beispiel für den Bund, denn das Bundestransparenzgesetz, das lässt bisher noch auf sich warten. Hier wurden heute auch schon viele Unterschriften gesammelt für den Volksentscheid Transparenzgesetz. Wenn ihr noch nicht unterschrieben habt oder ihr habt unterschrieben und ihr wollt das Projekt unterstützen, wo kann man sich informieren? Transparenz.berlin, da sind alle wichtigen Infos. Wenn ihr gerne Unterschriften mitsammeln wollt, könnt ihr das da machen, eigene Unterschriftenlisten ausdrucken. Spenden natürlich geht auch, aber vielleicht erstmal an netzpolitik.org und dann schauen wir mal. Und auch fragdenstaat.de natürlich auch, eigene Anfragen stellen und den Druck auf die Verwaltung erhöhen, dass Informationen in Zukunft aktiv veröffentlicht werden. Ich glaube, das ist die Richtung, in die wir gehen müssen. Ja, einen großen Applaus für Arne. Macht mit beim Volksentscheid Transparenz. Sammelt Unterschriften in eurem Freundeskreis auf der Arbeit und lasst uns gemeinsam Druck aufbauen, dass der Senat Berlin einfach mal transparenter werden muss. Danke. Und es geht weiter mit Katharina Nukum, vielleicht euch allen auch besser bekannt als die Katascha. Du machst viele gute Dinge. Du setzt dich für Datenschutz ein, du bist Autorin, du hast einen Blog, den wir alle gerne lesen, aber seit Anfang dieses Jahres bist du auch Podcasterin. Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist und welche Themen du behandelst. Ja, also es hat auch so ein bisschen mit Netzpolitik.org zu tun. Ich habe mich nämlich sehr über die Polizeigesetznovellen geärgert, die im letzten Jahr so über uns drüber gerollt sind. War auch bei den Demos in München gewesen und in anderen Bundesländern und habe mir gedacht, so, ich muss jetzt einen Podcast dazu machen. Und dann dachte ich so, ja, ist ja geil, ich habe ja ein Wochenende Zeit, da kann ich das mal eben machen. Und ja, ein halbes Jahr später habe ich dann die erste Folge tatsächlich auch veröffentlicht. Ich musste mir natürlich nämlich erstmal so Schnitt und alles beibringen.
Und so die Idee war einfach mal ausführlich in einem Podcast ein Thema in die Tiefe zu bearbeiten, weil ich gucke selbst privat nie Talk-Sendungen oder sowas. Ich finde, das ist immer meistens sehr oberflächlich, vielleicht auch, um mehr Leute mitzunehmen. Aber ich bin eher jemand, der sich so in so ein Thema verbeißt oder reingraben will. Und genau das wollte ich mit diesem Podcast machen. Das ist quasi so vom Format her kein klassischer Redepodcast, sondern eher so eine Art Doku für die Ohren. Geht dann auch 2 Stunden. Genau, du machst es eher im Reportageformat. Das heißt, du recherchierst, es kommen unterschiedliche Leute zu Wort und deswegen sind die 2 Stunden dann auch eigentlich ganz schön verpackt. Was außer Polizeigesetz, was waren die Themen, die du bisher behandelt hast? Ja, so ganz unterschiedlich. Ich dachte mir, nachdem so viele Menschen die erste Folge gehört haben, mache ich mal ein ganz anderes Thema und habe über Hass im Netz eine Folge gemacht, wo ich mal so ein bisschen dargelegt habe, warum das eigentlich für mich ein Problem ist. Also die Geschichte fängt halt an mit einer Hass-E-Mail, die ich bekommen habe und dann gucke ich halt eben, okay, was steht da drin? NSU 2.0, wir werden dich vergasen, du sollst vergewaltigt werden und so weiter. Und ich frage mich, okay, kriege eigentlich nur ich das oder kriegen das auch andere Leute? Und dann war auch im CC Marina Weißband, die auch politische Geschäftsführerin der Piratenwahl war, genauso wie ich. Und dann habe ich sie einfach angerufen und gefragt, so, hey Marina, du stehst da im CC, kriegst du sowas auch öfters? Und ich fand das ganz interessant. Also ich habe mit ganz vielen unterschiedlichen Frauen gesprochen, die alle gesagt haben, ja, ich kriege sowas ständig. Und zwar auch in diesem Hardcore-Ton. Und ich habe danach ganz viel Feedback von Hörern bekommen, die gesagt haben, so ja, okay, Hass im Netz, wissen wir alle, ist ein Riesenproblem und so weiter und so fort und die Rechten und so. Aber die wussten nicht, dass Frauen in der Politik so krasse Sachen bekommen, bis hin zu Vergewaltigungsdrohungen und zwar mehrmals täglich teilweise. Und das fand ich ganz interessant, dass ich wollte eigentlich so gucken, wie ist die Reaktion bei meinen Hörern, wo ich erstmal so die Vermutung hatte, mehrheitlich männlich. Und die waren alle total überrascht und auch sehr dankbar, mal so ein ganz anderes Thema quasi präsentiert zu bekommen. Ja, und die aktuelle Folge, die geht um das Thema Hongkong und Überwachung in China, heißt Überwachung Made in China. Und Auslöser war so für mich halt dieses tägliche Konfrontiertwerden mit dem, was in Hongkong passiert. Und mich nimmt das unglaublich mit. Also ich kenne auch Menschen, die da leben, die sagen, dass so die Schlinge zieht sich immer mehr zusammen, die Freiheit wird immer weniger. Und mir war es wichtig, einmal so wirklich in die Tiefe darzustellen, was droht den Menschen dort eigentlich? Ja, was bedeutet denn eigentlich Bürgerrechte, Pressefreiheit in China? Das bedeutet gar nichts, gibt es nicht. Ja? Und das einmal so wirklich darzulegen, auch mit dem, was gerade mit Social Scoring gemacht wird, was in der Region Xinjiang gemacht wird, mit Gesichtserkennung an jeder Tankstelle und so weiter. Du hast letztes Jahr ein Buch rausgebracht, Die Daten, die ich rief. Was hat das für einen Nachhall gehabt? Das ist auch Teil der Aufklärungsarbeit sozusagen, die man versucht zu machen, einfach noch Menschen außerhalb von unseren Kreisen mit den Themen, die wir bearbeiten, zu erreichen. Ja, also ich habe für das Buch eine ganz interessante Recherche gemacht und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, dass es manchmal schwierig ist, über Datenschutz zu reden. Das ist halt nicht so sexy und deshalb dachte ich, ich versuche mal rauszufinden, ob Otto Normalnutzer eigentlich wirklich nichts zu verbergen hat, wie er gerne sagt und habe so datenmessimäßig ein Jahr lang meine Daten in alle möglichen Dienste reingepusht, um dann nachher per Auskunftsersuchen eine Kopie dieser Daten anzufordern und das auch von einer Datenanalystin dann analysieren zu lassen, um zu gucken, was kann man denn da wirklich sehen. Und also im Fall von Amazon kann man wirklich jeden einzelnen Klick sehen. Man kann bei Netflix sehen, wann ich mir eine Sexszene 2-mal angeguckt habe, wann ich Gewaltszenen übersprungen habe. Und mir war es ein Anliegen, das mal so plastisch zu machen. Also nicht so, wir reden abstrakt über Datenschutz, sondern was bedeutet das für dich ganz konkret, der du diese Dienste nutzt und warum sollten wir uns dafür einsetzen, dass Überwachung nicht der Standard ist? Vielleicht noch zuletzt, deine Arbeit bewegt sich ja genau wie auch die Arbeit von Netzpolitik sehr stark an dieser Schnittstelle Journalismus und Aktivismus. Meinst du, ist es, weil wir noch so viel Aufklärungsarbeit zu tun haben, weil unsere Szene klein ist, aber warum ist gerade diese Verzahnung im digitalen, im netzpolitischen Bereich so wichtig? Naja, mal ganz praktisch. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Demos ich in meinem Leben organisiert habe. Viele davon habe ich selbst angemeldet, zur Snowden-Zeit gefühlt, alle 2 Wochen vor dem Bundestag, wenn der NSA-Untersuchungsausschuss zusammengekommen ist. Und oft war Netzpolitik so das einzige größere Medium, was darüber berichtet hat, dass dort jetzt eine Demo stattfindet. Und es ist halt extrem schwierig, manchmal zu Themen Menschen zu mobilisieren, wenn so die Sau schon durchs Dorf getrieben ist, ja, wenn keiner mehr hinguckt. Und dann ist es wichtig,
so Institutionen wie Netzpolitik.org zu haben. Und ich glaube, also oft wird ja gesagt, so, naja, ihr seid ja nicht neutral, ihr seid ja auch halber Aktivisten und so weiter. Und ich denke mir so, ja, und? Naja, wenn man offen damit umgeht, dann ist es doch okay. Ich gehe auch offen damit um, dass mein Podcast nicht neutral ist, ja. Ich habe keinen Bock, dass da die AfD da redet, ja. Und ich habe auch keinen Bock zu sagen, ist eine Partei wie jede andere. Ich finde, gerade in Zeiten wie diesen und gerade bei solchen Fragen, da muss man doch Farbe bekennen. Und ich finde, das ist auch keine Schande zu sagen, ich bin selbst politisch und ich habe eine Haltung. Also Journalismus mit Haltung, finde ich, ist etwas sehr Wichtiges. Dankeschön. Dankeschön dafür und danke für deinen Blog und für dein Buch und alles andere. Okay, wer von euch war bereits letztes Jahr hier? Dann haben einige von euch den totalen kulturellen Durchbruch, der mit MC Blockchain letztes Jahr auf dieser Bühne stattfand, schon miterlebt. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr mal einen richtig echten Medienpartner hatten. Und der wird jetzt gleich auf der Bühne hier für euch performen. Please give it up für den Chapeau Club. Dankeschön. Ja. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Frau Dr. Brunkezeller. Ich bin die Chefdramaturgin des Chapeau-Clubs und ich kann Ihnen sagen, ich bin wieder froh, hier zu sein. Sie zu sehen, gemeinsam diesen Tag zu erleben, zu bemerken, wie viel Wissen, wie viel Gemeinsamkeiten, wie viel Kampf und auch manchmal wie viel Frustration da ist, meine Damen und Herren. Aber das ist schön, dass wir hier zusammengekommen sind. Ja. Ja, also, genau, wir haben ja auch ein waschechtes Geburtstagskind. Also, wir feiern ja auch einen Geburtstag. Also, 15 Jahre ist es natürlich für ein Städtchen, wenn wir jetzt so sagen. Was macht dieser Mensch hier auf der Bühne? Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Karl-Uwe von der Adana-Dürüm-Yoga-Akademie. Ansässig am Kotti seit 1993. Bei uns gibt es noch Filterkaffee mit Kondensmilch. Ich habe Ihnen die Frage immer noch nicht beantwortet, warum wir jetzt hier stehen. Denn was macht ein Yogalehrer von Hobbyguru auf der Netzpolitik-Konferenz? Wir begleiten Netzpolitik schon seit 15 Jahren. Wir waren schon auf dem ersten Geburtstag und wir werden, glaube ich, auch noch auf dem 30. sein. Denn wir sind die persönlichen Yogalehrerinnen und Yogalehrer der Netzpolitik.org-Redaktion. An dieser Stelle vielen Dank für 15 Jahre Vertrauen. Jetzt sagten die von Netzpolitik: Überleg dir doch mal was, Karl-Uwe, damit du auch mal mit deiner Truppe auf die Bühne kommst. Und da, was man in einer Yoga-Akademie so macht, habe ich mir einfach eine Übung ausgedacht. Wir machen gleich hier alle zusammen
den Schlüssel. Dazu nehmen wir erstmal bitte alle unsere Schlüssel aus der Tasche. Also nicht nur die auf der Bühne, sondern alle im Raum. Vielen Dank. Ja, alle die Schlüssel schon mal rausholen. Vielen Dank. So, wenn alle ihre Schlüssel nun haben, bitte einmal alle aufstehen. Ja, 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 ihr habt seit heute Morgen um 12 hier gesessen und ich bin Yogalehrer. Was meint ihr, was ich hier jetzt mache? Vielen Dank, es gibt ein paar Leute, die eingeschlafen sind, die bitte nicht wecken. Wir kennen das. So, meine Damen und Herren, dann fühlt den Schlüssel. Horcht in euren Schlüssel hinein. Auch auf der anderen Seite. Ich kann das Verschlüsseln schon spüren. Es ist übrigens schon eine Trademark. Wer jetzt gerade einen Twitter-Account machen will, Krypto-Yoga, der ist zu spät, ja? Oder die, Verzeihung. So, dann kommen wir nun zur Übung. Gut. Dann werden wir zum Schlüssel. Ja, ich sehe euch alle, ich sehe auch, wer nicht mitmacht. Also, wir machen das jetzt dreimal, ja? Wir werden der Schlüssel. Und wir verschlüsseln die Welt. Und wir werden zum Schlüssel. Und wir verschlüsseln die Welt. Wir werden zum Schlüssel. Und wir verschlüsseln. Vielen Dank. Einen großen Applaus für dieses Engagement und für das erste Krypto-Yoga der Welt. Vielen Dank. Entschuldigung, Krypto-Yoga TM. Danke, danke. An dieser Stelle übergebe ich wieder an meine Kollegin Frau Dr. Brunke-Ziller, Chefdramaturgin. Karl Uwe von der Adanna Dürüm Akademie. Meine Damen und Herren, ich merke, er gibt mir Ruhe. Er gibt mir Kraft und ja, das, wovon ich vorhin sprach, dieses gemeinsame Erleben, gemeinsam etwas zusammen tun, gemeinsam zu verschlüsseln aus einer gemeinsamen Kraft, das ist, was die Welt braucht, meine Damen und Herren. Ich hatte kurz zuvor noch mal mit dem Hause telefoniert und es war sozusagen noch als kleine Anfrage, dass wir es noch sozusagen eine Evaluation aus 15 Jahren Netzpolitik hier machen sollen. Also wir möchten eine Evaluation aus 15 Jahren Netzpolitik machen und zwar die Frage ist, für mich war ISDN das bessere Internet. Wie verhalten Sie sich zu dieser Aussage auf einer Skala von 1 bis 10? Ich möchte Sie nun bitten, ich werde die Frage gleich nochmal vorlesen, aber es ist sinnvoll, die Frage schon einmal unvoreingenommen gehört zu haben, um dann sich auch wirklich dem ersten Impuls zu widmen, und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. Sie können jetzt gleich, wenn ich die Frage nochmal vorgelesen habe, einfach mit Ihren beiden Händen hoch, oder wenn Sie vielleicht auch nur eine Hand benötigen, dann können Sie die andere sozusagen als Null daneben machen oder einfach weglassen, aber sonst können Sie ganz simpel mit Ihren Fingern die Antwort zeigen, sozusagen analog, und wir werden das dann auswerten. Also, die Frage noch einmal. Für mich war ISDN das bessere Internet? Wie verhalten Sie sich zu dieser Aussage auf einer Skala von 1 bis 10? Bitte Ihre Antworten jetzt. 10, ja, ja, ich sehe da eine 4, eine 1. Ja, wir sehen hier wirklich eine sehr große kontroverse Diskussion. Ja, das ist genau ein Dialog, den wir hier herstellen möchten. Vielen Dank. Haben alle Ihre Antworten jetzt abgegeben? Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, wir werden das auswerten und in den nächsten 4 bis 8 Wochen können Sie dann die Ergebnisse auf unserer Homepage lesen und sozusagen auch den Diskurs, den wir damit aufmachen möchten, meine Damen und Herren. Von daher
Mein Name ist Frau Dr. Brunke-Ziller, das ist der Chapeau Club und Karl-Uwe von der Adana-Dürum-Akademie. Wir bedanken uns herzlichst, wünschen Ihnen noch heute ein freudiges Fest. Feiern Sie 15 Jahre. 15 Jahre. Lassen Sie das auf Ihrer Zunge zergehen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir Ihnen noch. So, dann machen wir weiter. Komm hier, komm einfach vor. Wir machen hier einfach mal eine Ausnahme. Alexander Lehmann ist eine Person, die ihr selten auf einer Bühne seht. Das ist nicht meine Schuld, aber von der ihr sicherlich schon irgendwas mal gesehen habt. Du machst nämlich was genau? Ich mache jetzt seit 10 Jahren ungefähr Animationsfilme und immer eigentlich hauptsächlich zu dem ganzen Themenbereich rund um Netzpolitik. Und zwar YouTube-Videos, die schon erfolgreich und cool waren, als Rezo wahrscheinlich noch zur Schule ging. Was sind das für Videos und warum hast du überhaupt damit angefangen? Also das erste Video sieht man hier direkt auf der linken Seite. Das war eigentlich auch so, also der Film heißt Du bist Terrorist und das war vor ungefähr 10 Jahren, dass ich den veröffentlicht habe zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Und dann habe ich die zweite Frage vergessen. Ich auch. Okay, warum hast du damit angefangen? Ich meine, du hättest ja auch irgendwie Klimakrise oder Autos oder sonst was irgendwie animieren können. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, warum. Aber ich hatte, zu der Zeit ging das so mit der Vorratsdatenspeicherung gerade so durch die Presse. Und Kai Biermann hatte einen Artikel in Zeit Online veröffentlicht, dass man sich doch politisch engagieren sollte. Und zu der Zeit habe ich mir dann gedacht, okay, ich mache jetzt halt einfach mal einen Animationsfilm dazu. Also ich hatte das, ich war gerade zu der Zeit dabei, das zu studieren, also und habe mir dann gedacht, ich mache jetzt mal einen Film dazu und der ist irgendwie so eigentlich so aus so einer Laune heraus entstanden und ist dann aber so über Nacht so total viral gegangen. Es war irgendwie auch so ein bisschen eine Persiflage auf die Du bist Deutschland-Kampagne zu der Zeit und ich wurde dann auch abgemahnt oder so, man hatte mir gedroht, mich zu verklagen. Das ist ja auch immer sehr hilfreich, wie ihr das ja auch kennt. Genau. Das war das so ein bisschen und dann, als es so gut funktioniert hat, habe ich das dann weitergemacht. Und mittlerweile kannst du davon leben und hast sozusagen Geschäft oder sagen wir mal ein Geschäftsmodell aufgebaut, dass du für andere zum Beispiel Verschlüsselungsvideos animierst, wo Menschen da niedrigschwellig erklärt bekommen, wie PGP funktioniert und so weiter. Genau, so vor 5 Jahren ungefähr habe ich zusammen mit einer Kollegin dann begonnen, Lena Schall, die sitzt auch hier vorne, habe ich dann begonnen, Filme zu machen. Genau, seitdem machen wir diese so zu zweit und wir machen hauptsächlich so Filme für kleine NGOs, Vereine und so weiter und dann eigentlich immer so rund um das Thema Verschlüsselung, netzpolitische Sachen und so weiter. Und jetzt gerade ist es aber so, dass ich jetzt so ein bisschen das so zurückfahre, mit den Aufträgen annehmen. Und ich habe gestern gestartet ein neues kleines Projekt von mir, filmsforfuture.org. Und da auch gestern den ersten Film veröffentlicht, der heißt Ein Herz für SUVs. Also ich mache doch jetzt auch Filme für Autos. Und genau, das ist so gerade das, was ich mache, weil ich denke, diese Klimakrise geht uns alle an. Und so ähnlich wie damals, wie vor 10 Jahren, habe ich jetzt beschlossen, mich mal so ein bisschen um dieses Thema zu drehen. Ja, ich habe dich auf die Bühne geholt, weil ich finde, du bist ein schönes Beispiel dafür, wie auch Menschen, die vielleicht jetzt denken, naja, Politik in Gremien sitzen und so weiter, irgendwie zu Versammlungen gehen. Da gibt es auch eine Alternative dazu und du hast schön gezeigt, dass man auch mit, sagen wir mal, darstellenden, kreativen, eigenen Leistungen einen super Beitrag dazu machen kannst, dass halt ein Bewusstsein für netzpolitische Fragestellungen in der Gesellschaft vorangetrieben wird. Und deswegen ein großer Applaus für Alexander Lehmann. Dankeschön.
Ich freue mich persönlich ganz besonders, dass wir heute schon sehr, sehr viel über das Thema Nachhaltigkeit und wie wir unsere Bewegung zusammenbringen, um nicht nur unser Internet, sondern auch das Klima zu schützen und die Welt zu retten, gesprochen haben. Und deswegen freue ich mich sehr, jetzt Sina Kamala-Kaufmann auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Sina, du bist Autorin und das letzte Mal, als wir zusammen auf einer Bühne standen, da haben wir uns über dein Buch Helle Materie, fantastische Kurzgeschichten unterhalten. Aber du bist heute hier, weil gerade ein anderes Buch in die Läden gekommen ist, was du koordiniert hast. Magst du uns was dazu erzählen? Ich hol's mal. Ja. Schon wieder zurück. Warte. Ist rosa. Und ich habe was Komisches festgestellt, und zwar, dass ich hatte eine faule Dekade geplant, nachdem das Buch im Januar erschienen ist. Es kam dann anders und das Buch hat auch eine komisch ähnliche Farbgebung. Es sind ja, ne? Ja. es ist rosa. Es ist rosa. Und wichtig. Es war, ich meine, die Zeit rennt, nicht nur was das Klima angeht, sondern es war auch ein crazy Projekt, dieses Buch in so kurzer Zeit zusammenzustellen und so viele Leute zusammenzutrommeln. Wer ist da alles drin und was sind so die wichtigsten? Warum ist dieses Buch gerade so wichtig jetzt? Das war wirklich sehr, sehr kurz. Es war eine unglaublich kurze Zeit und es ist jemand, der auch dabei geholfen hat, hat gesagt, hat einen Akt zärtlichen Größenwahns, dieses Buch innerhalb dieser kurzen Zeit zusammenzustellen, und ein halbes Wunder, weil so viele wahnsinnig gute Autoren in so kurzer Zeit ihr Thema sehr, sehr komprimiert zusammengebracht haben. Und von, also auch heute jetzt hier waren vier Autoren, also Maya Göpel hat einen Beitrag geschrieben, Arne Semsrott, Linus Neumann, und bringen jeweils verdichtet ihren Beitrag, den wir leisten können, in wenigen Seiten zusammen, aber das sind nur ein paar von den neuen, von den deutschen Beiträgen. Auch die übersetzten Beiträge sind natürlich sehr bedeutsam, also allein Jim Bendel, den wahrscheinlich viele gelesen haben oder schon von seinem Paper gehört haben zu Deep Adaptation, und ein Text, der viele sehr bewegt, der hat einen Beitrag geschrieben. Und es ist, ich glaube, ich mag das Buch tatsächlich wirklich, weil es versammelt sehr viele Stimmen auf kurzem Raum und viele gesellschaftliche Themen reißt es einerseits an, aber komprimiert es gleichzeitig. Und das freut mich, dass das auch irgendwie dass das jetzt geklappt hat, das irgendwie zusammenzufassen, weil die Proteste auf der Straße gehen weiter und es gibt aber viele Menschen vielleicht, die sich nicht an den Protesten beteiligen, aber verstehen wollen, was Menschen antreibt, so weit zu gehen oder auch sich körperlich so weit einer gewissen Normalität, die wir akzeptieren, entgegenzustellen. Und ich hoffe, dass das dafür einen Beitrag leistet und dass daraus, aus dieser Zusammenstellung, ganz neue Verbindungen auch entstehen und neue Gedanken Also für mich sind viele Gedanken darin, wir haben die jetzt hier zusammengestellt und allein die Zusammenstellung von den Gedanken auf dem Raum ermöglicht wieder Assoziationen in dem Umfeld an alle, und da seid ihr alle gefragt, nochmal kreativ nachzudenken und zu überlegen, wie geht es jetzt eigentlich weiter und wo stehen wir hier, wie organisieren wir uns jetzt neu und anders. Ich kann das selber bezeugen, weil ich durfte ja auch so ein bisschen mitmachen und du hattest mich zum Beispiel mit der Anne Botzki connected und wir kannten uns vorher nicht, und ich fand allein diesen Austausch, den Perspektivwechsel, so jemand, der wirklich aus dem Umweltbereich kommt und jemand wie ich, der aus dem Digitalbereich kommt, spannend, weil das ist nicht alles selbstverständlich. Ne? Wir haben uns immer noch viel gegenseitig zu sagen und zu erklären und gemeinsam zu diskutieren, um wirklich zu schauen, dass man sich unterstützen kann. Also danke schon mal dafür, dass du alle diese tollen Menschen zusammengebracht hast im Rahmen von dem Buchprojekt. Was ich auch schön finde, ist, dass ich das Gefühl hatte, es ist ein bisschen auch eine positive Handlungsanweisung. Also Ideen für den zivilen Ungehorsam, Ideen für den konstruktiven Widerstand und einfach nicht diese Hoffnungslosigkeit angesichts der großen Krise. Ja, also es gibt natürlich einfach Anleitungen, how to block a road, how to glue on. Das ist natürlich schon auch
sehr konkrete Ideen und auch für den Zusammenhalt in Gruppen, weil darum geht es auch immer, weil wenn man dann eine neue Gruppe ist, dann gemeinsam zu überlegen, was macht man und wie macht man das und wie tariert man Grenzen aus, aber hilft sich auch dabei, vielleicht die ein oder andere Grenze, die wir gesellschaftlich gesetzt haben, zu überschreiten, um dadurch wiederum gemeinsam was zu schaffen, was wirklich neu ist und was wirklich anders ist und andere wieder vielleicht aufweckt. Und was war nochmal die Frage jetzt? Das, ja, wie gesagt, das ist einfach ganz, nicht nur so die Hoffnungslosigkeit beschreibt, in der wir sind, sondern auch Ideen gibt, wie man da rauskommt. Was wäre denn so der, also was würdest du dir wünschen, was daraus entsteht, jetzt auch in den nächsten Wochen und Tagen und Monaten, so der Aufruf? Ja, einerseits habe ich jetzt, weiß ich, gerade bei diesem Thema Klimawandel, war jetzt, haben wahrscheinlich auch viele von euch gelesen, so ein Text von Jonathan Franzen in der New York Times, die Frage, brauchen wir überhaupt, und das ist ja auch ein Prinzip von Extinction Rebellion, Hope dies, Action begins, also die Hoffnung eher in der Aktion, in dem direkten Miteinander zu schöpfen und aus den konkreten Ergebnissen und gar nicht so sehr so den großen Plan unter Umständen schon zu haben, sondern die Kreativität erstmal wieder zu bejahen und zu lernen, seine Aufmerksamkeit da auf die hoffnungsgebenden Momente zu lenken. Und im Großen und Ganzen hoffe ich tatsächlich, dass das aber was ist, was wiederum viele befähigt, tatsächlich in Aktion zu gehen und was zu machen, was sie vielleicht vorher noch nicht gemacht haben mit Leuten, mit denen sie vorher noch nicht zusammengearbeitet haben. Das Buch ist gerade im Laden, jetzt ganz neu. Es gibt ganz viele anstehende Termine. Gibt es was, was sich Leute speziell in den Kalender schreiben sollten? Wo kann man das nächste Mal mit euch gemeinsam auf der Straße Aktion machen? Also es geht natürlich für alle uns los am nächsten Freitag. Und es ist vielleicht schon ein bisschen kälter als im Sommer. Aber ich würde sagen, wenn wir anfangen mit Ungehorsam um den 20.09. und dann mal gucken, was man in Berlin so anstellen kann und dann vor allen Dingen am 7. Oktober weiter ein wenig mit dieser Normalität zu brechen und gemeinsam Berlin so lahmzulegen, dass sich auch grundlegend was ändern kann. Dankeschön. Jetzt. Was? Wann Extinction bin ich hier? Rebellion. Genau, wo ist Dominik Kies? Auf die Bühne. Ja, ein Thema ist dieses Jahr ein bisschen durch die Decke gegangen, nicht der Doxing-Skandal Anfang des Jahres, sondern seit Beginn von netzpolitik.org ist das Urheberrecht ein wichtiges Thema. Und das Urheberrecht ist leider, obwohl es das drögeste, langweiligste rechtliche Thema noch weit irgendwie hinter Datenschutz ist, was ich kenne, leider mit das Wichtigste, was ja als Grundinfrastruktur, rechtliche Infrastruktur für das Internet zählt. Und in diesem Jahr gab es eine Diskussion oder eine große gesellschaftliche Debatte über Uploadfilter. Und Dominik Kies ist hier stellvertretend für SaveTheInternet.info und ihr habt eine Kampagne aufgebaut, wo ihr sehr viele YouTuber hinter euch gebracht habt, wo ihr Millionen Unterschriften gesammelt habt, um ja, das dröge Thema Urheberrecht massenhaft auf die Straße zu bringen. Warum? Also zuerst möchte ich ganz kurz anmerken, ich werde mit C geschrieben, also da ist ein Schreibfehler drin. nee, passiert öfters. Ja, alles gut. Ja, warum wir das gemacht haben, für viele ist das Internet ein, mehr oder weniger ein Lebensraum. Viele sitzen zu Hause und hängen die meiste Zeit vorm Rechner rum und tun Dinge und Sachen im Internet. Und das Internet ist auch eine Plattform für Leute, die jetzt wegen Krankheiten, Depressionen, was weiß ich, die sich da in Communities zusammenfinden, die dort Bilder austauschen oder über ihre Krankheiten oder sonstige Dinge sprechen. Und das sind halt alles Räume oder Möglichkeiten, die man den Leuten dann durch die Urheberrechtsreform zum Beispiel jetzt mehr oder weniger wegnehmen würde. Wir haben wochenlang mehrere Tage, Stunden, teilweise 24 Stunden am Tag gearbeitet am Anfang, um die Kampagne auf den also dahin zu bringen, wo sie jetzt gerade ist.
Ich glaube, 5,3 Millionen Unterschriften müssten es mittlerweile sein. Da kommen komischerweise trotzdem noch durchgehend neue dazu, was ziemlich cool ist. Also man kann immer noch unterschreiben. Ja, wir sind jetzt auch gerade dran, einen Verein zu gründen, weil wir weiterhin netzpolitisch aktiv bleiben wollen. Wir sind auch sehr, sehr gut vernetzt mittlerweile, was Politik im Bundestag, Europaparlament, auf Länderebene angeht. Und da wollen wir auf jeden Fall weiterhin dafür Sorgen tragen, dass Uploadfilter auf jeden Fall außerhalb von der jetzigen Politik oder Gesetzgebung bleiben. Also dass quasi ein Leben ohne Uploadfilter im Internet möglich sein wird. Nun ist auch dank Axel Voss, dank einer sehr starken Urheberrechtsverschärfungslobby das Urheberrecht auf EU-Ebene durchgekommen. Jetzt ist die nationale Umsetzung im Gang. Wie kann man sich beteiligen, um auf nationaler Ebene, sagen wir mal, das Schlimmste zu verhindern? Also auf nationaler Ebene, jeder kann eine Stellungnahme beim BMJV einreichen oder konnte. Das ist BMJV, genau. BMJV, das ist das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Und die hatten eine öffentliche Konsultation, bei der jede Privatperson, Organisation, NGO, Firma konnte dort ihre Stellungnahme dazu einreichen und eben die Artikel des Urheberrechtsreform zu kommentieren oder halt ihre eigenen Ansätze zur nationalen Umsetzung einwerfen. Und parallel dazu, was zurzeit noch geht, ist bei der Europäischen Kommission ein Stakeholder-Dialog. Da kann sich auch wiederum jeder bewerben. Und da wäre es ganz cool, wenn die nochmal einen Haufen Bewerbungen darauf kriegen von jedem, der quasi hier sitzt. Weil ich mal davon ausgehe, die NGOs, die hier sitzen, haben es wahrscheinlich sowieso schon abgeschickt oder schicken es noch ab. Nun haben eigentlich alle nationalen Parteien ausgeschlossen, dass bei der nationalen Umsetzung, also das ist eine Urheberrechtsrichtlinie, das heißt, sie muss in nationales Gesetz umgewandelt werden. Da gibt es Spielräume, dass halt Uploadfilter nicht kommen sollen. Glaubst du das? Ja gut, glauben kann ich in der Kirche, was die da sagen, aber faktisch das Positionspapier, was die CDU mal rausgebracht hat, kann man sich einrahmen und eigentlich auf dem Gäste-WC aufhängen, anders dann nützt es nichts. Es ist faktisch nicht möglich, ohne Uploadfilter jetzt eben diese Richtlinie umzusetzen. Das hat ja auch der EU-Kommissar Günther Oettinger, dem sein Englisch kann ich übrigens sehr empfehlen, auch nochmal gesagt, da wird es definitiv dann auch Strafzahlungen von der EU-Kommission geben gegen die Bundesregierung, wenn es eben nicht so umgesetzt wird. Okay, also trotzdem ist es wichtig, den Druck aufrechtzuerhalten. Keine Uploadfilter im Rahmen der Urheberrechtsreform und vor allen Dingen keine Uploadfilter im Rahmen der weiteren Gesetzgebung, beispielsweise der Gesetzgebung zur Bekämpfung von Terrorpropaganda, die aus unserer Sicht fast noch gefährlicher ist, weil die Frage, was Terror ist, ist eine politische Frage und da können auch sehr schnell Klimaschützer drunter fallen, wenn sie zu zivilen Ungehorsam aufrufen. Aber auf jeden Fall vielen Dank für eure Initiative, euren Einsatz und dass ihr so viele Menschen in diesem Jahr auf die Straße gebracht habt für ein Thema Urheberrecht, wo Leonard seit 15 Jahren irgendwie immer am Schwitzen ist, weil kein Schwein interessiert sich dafür und es ist vor allen Dingen total langweilig. Danke. Ja, trotzdem muss man sich drum kümmern, weil wenn wir uns nicht drum kümmern, dann setzen sich die Leute durch, die das Urheberrecht immer weiter zementieren und das alte Denken sich durchsetzt und das Internet irgendwann unbenutzbar wird. So, als nächstes haben wir digitale Freiheit. Wo seid ihr? Da vorne. Ja, ihr kommt erstmal so auf die Bühne, dann machen wir es weiter. Sie haben nämlich sozusagen zwei Rollen. Sie haben sich auch als Einzige hier als Gala-Gäste gut verkleidet. Und einige haben schon mal so beim Soundcheck mitbekommen vorher, ihr werdet gleich noch Musik machen in einem eurer anderen Alter Egos. Aber ihr seid vor allen Dingen stellvertretend für digitale Freiheit, quasi eine junge Initiative aus Berlin, die Party, Politik, vor allem Netzpolitik zusammenbringen wollt. Könnt ihr das besser beschreiben?
Ja, klar. Also wir sind ein Haufen junger Leute, wir sind Studierende, ein paar arbeiten auch und es sind komplett verschiedene Bereiche eigentlich, aus denen wir kommen. Einer studiert Physik, die andere Jura, wieder anderer macht Grafikdesign und so weiter. Und eigentlich hatten wir halt alle das Ziel, Datenschutz, damit so richtig irgendwie, dass darüber in der WG-Küche diskutiert wird, das ist irgendwie eher selten, aber eigentlich ist es voll wichtig. Wie schaffen wir es denn, dass es mehr Bedeutung bekommt in unserem Umkreis und natürlich im besten Fall in der ganzen Gesellschaft. Und deswegen haben wir uns zusammengetan und wie du gesagt hast, machen Partys, machen Podiumsdiskussionen, reden und basteln. Ah ja, cool, genau. machen Fotoaktionen wie hier vom Südkreuz, genau. Ja, und ihr habt aber auch ein Projekt, weswegen ihr hier seid. Also ich habe das zum ersten Mal das auf dem CCC-Camp gesehen. CCC-Camp, das ist das Chaos Communication Camp, findet alle 4 Jahre statt. Ihr macht nicht nur Partys, sondern ihr werdet auch selbst aktiv quasi im musikalischen Programm, weswegen ihr euch hier so schön angezogen habt, weil das ist so die Kleidung, die man offensichtlich bei Elektropunk trägt. Ihr seid auch Systemabsturz, wobei ihr auch sagt, ihr tretet irgendwie ständig unter neuen Namen auf, weil das mit eurem Datenschutzbewusstsein zusammenkommt. Wie seht ihr euch selbst? Ja, wir sehen uns als mittelgute Datenschutz-Elektropunk-Band. Das Mittelgut ist wichtig, das hält die Ansprüche niedrig genug. Ja, mit den Klamotten irgendwie, wir dachten uns, das ist eine Gala, da müssen wir schon irgendwie Gala-Klamotten anziehen. Wir haben jetzt das neue Projekt, dieses Bühnenoutfit, bei neuen Auftritten kontrolliert kaputt zu tanzen. Wir werden gucken, wie gut das funktioniert. Ja, wir spielen heute Abend noch im Menschmeier, falls ihr auf der Afterparty seid. Ja. Ja, wie seid ihr darauf gekommen? Also wir denken uns seit Jahren so, also es gibt so einen Missing Link so, ne? Wir haben irgendwie Animationskünstler wie Alexander Lehmann, also textlich haben wir netzpolitik.org, viele andere. Wir haben so Podcast-Projekte wie Metaebene oder Denkraum. Aber das mit der Musik, also kulturell irgendwie was rüberbringen, das fehlte bisher. Und ihr seid da so mit so die Ersten, die es so geschafft haben, irgendwie einerseits gut klingende Musik zu machen, andererseits dabei auch gut klingende oder intelligent klingende Texte zu haben. Wie seid ihr darauf gekommen? Naja, also da habt ihr ein bisschen Glück gehabt, wenn ihr das so seht, weil also eigentlich haben wir zuerst so versucht, Liebeslieder zu schreiben. Das hat dann nicht so gut geklappt und wir haben uns gesagt, okay, womit kennen wir uns besser aus? Und das wurde dann halt Datenschutz. Okay, und wir brauchen jetzt mal 2 Minuten zum Umbauen und dann zeigen Sie vielleicht nur eine, dass Sie besser über Datenschutz als über Liebe singen können. Du fragst uns noch, wie Menschen uns helfen dürfen wollen? Ja klar, wie können euch Menschen helfen? Ja, an alle, die hier aus Berlin kommen. Wir haben uns im Prinzip gegründet unter der starken Prämisse, dem starken Selbstbild. Wir wollen eine Gruppe sein, wo alle mitmachen können, weil uns das irgendwie voll gefehlt hat, so eine Mitmachstruktur, und wir sind auch gerade dabei, wir haben Pläne irgendwie, dass das auch in anderen Städten in Deutschland funktioniert, aber vor allem, wenn ihr aus Berlin kommt und noch so eine coole Truppe von Leuten sucht, wo ihr denkt, Mensch, mit diesen Leuten habe ich Lust, irgendwie Fotoaktionen oder andere coole Sachen zu machen, kommt mal bei uns vorbei, wir treffen uns jeden Donnerstag und freuen uns über neue Menschen. So könnt ihr uns unterstützen. Das steht auf unserer Website, an der TU haben wir ein Räumchen. Die Website ist digitale-freiheit.jetzt, aber findet man auch auf der Suchmaschine eurer Wahl. Ja, vielen Dank. Ich bin gespannt auf eure Liebeslieder. Baut mal um und fangt dann einfach an zu singen. Du hast mit vielen Leuten Sex.
Du sprichst die Stadt Mannheim weg. Du bist hier zu sieben. Deine Spannung ist zu sieben. Du kriegst es immer nur im Stehen. Du lässt dich von Netflix gehen. Alle deine Freunde Kiffer. Mit den Krediten wird das nichts mehr. Fahr den Imbi-Catcher hoch, mach das Licht Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, stopp den Netzknoten an. Fahr den Ü-Bahn vor, kauf den Stadtrörner ein. Check die Exit noch mal Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imbi-Catcher hoch, mach das Licht Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, stopp den Netzknoten an. Fahr den Ü-Bahn vor, kauf den Stadtrörner ein. Check die Exit noch mal Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Du bist ineffizient. Verdächtig. Spielst in einer schlechten Band. Verdächtig. Deine Freunde nutzen Tor. Verdächtig. Die haben sicher Böses vor. Verdächtig. 20 Sticker auf dem Laptop. Verdächtig. Du bist Teil von diesem Netzmob. Verdächtig. Dieser Portscan hier. Verdächtig. Das war doch sicher wieder ihr. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Licht Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, stopp den Netz. Fahr den Ü-Bahn vor, kauf den Stadtrojaner ein. Check die Exit-Notes bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Licht-Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, stopp den Netzknoten an. Fahr den Ü-Bahn vor, kauf den Stadtrojaner ein. Check die Exit-Notes bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Licht-Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, stopp den Netzknoten an. Fahr den Ü-Bahn vor, kauf den Stadtrojaner ein. Die Exit-Notes bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Verdächtig! Danke. Ja, wir haben noch einen Song. Ich würde sagen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben, rutschen wir ein kleines bisschen genauso zur Seite. Liebe Technik, wir freuen uns über den nächsten Song. Geil. Ich muss zusammen mit meinem Staatstrojaner. Ich masturbiere vor meinem Staatstrojaner. Ich liebe mein Staatstrojaner. Ich fahre nur laut mit meinem Staatstrojaner. Ich muss zusammen mit meinem Staatstrojaner. Masturbiere vor meinem Staatstrojaner. Ich liebe mein Staatstrojaner. Er ist mein allerbester Freund und er ist mir immer treu. Bevor ich meinen Besten sag, weiß er, was ich gerade mag. Er kennt alle meine Lieder. Ja, er hört sie immer wieder. Er ist immer vor mir wach und holt mich sachte aus dem Schlaf. Geräte, Zugriff, Sandbox, Escape, Zero Day, Exploit, Update, Backdoor. Ich fahr in Urlaub mit meinem Staatstrojaner. Ich wohn zusammen mit meinem Staatstrojaner. Ich masturbiere vor meinem Staatstrojaner. Ich liebe mein Staatstrojaner. Ich fahr in Urlaub mit meinem Staatstrojaner. Muss es ab mit meinem Staatstrojaner. Masturbiere vor meinem Staatstrojaner. Ich liebe meinen Staatstrojaner. Neulich merkte ich verdutzt, ihm ist da was rausgerutscht. Ist nicht schlimm, waren ja nur alle meine Chatprotokolle. Aber dann noch meine Fotos. Langsam fühlte ich mich hilflos. Unsere Beziehung lieber aus nach meinem Browserverlauf. Geräte, Zugriff, Sandbox, Escape, Zero Day, Exploit, Update, Backdoor. Ich brauche Urlaub vor meinem Staatstrojaner. Ich will Abstand vor meinem Staatstrojaner. Ich
Lösche. Mein Staatstrojaner. Es fühlt sich gut an. Ohne Staatstrojaner. Brauche Urlaub. Von meinem Staatstrojaner. Ich will Abstand. Von meinem Staatstrojaner. Ich lösche. Mein Staatstrojaner. Es fühlt sich gut an. Ohne Staatstrojaner. Ich brauche Urlaub. Von meinem Staatstrojaner. Ich will Abstand. Von meinem Staatstrojaner. Ich lösche. Mein Staatstrojaner. Es fühlt sich gut an. Ohne Staatstrojaner. Ich brauche Urlaub. Von meinem Staatstrojaner. Ich will Abstand. Von meinem Staatstrojaner. Ich lösche. Mein Staatstrojaner. Es fühlt sich gut an. Ohne Staatstrojaner. Dankeschön. Wir würden uns tierisch freuen, euch heute Abend noch im Meier zu sehen. Wir spielen von 2 bis 3 in der Räuberhöhle und auf Twitter findet ihr uns @system_absturz. Vielen Dank. Danke. Ganz, ganz fantastisch und große Vorfreude aufs Mensch Meier. Wann spielt ihr? 2 bis 3 Räuberhöhle. Sehr gut. Und last but not least als Interviewgast Thomas Noninger. Du darfst natürlich nicht auf dieser Bühne fehlen. Epicenter Works, Edri, einer unserer Lieblingssprecher der letzten Jahre. Da hast du meistens zum Thema Netzneutralität gesprochen. Das ist aber nicht alles, was du machst. Du baust auch die zivilgesellschaftliche Szene in Österreich auf. Was ist anders bei euch als hier? Viel. Ich meine, der schönste Unterschied für mich gerade, dass wir keine Regierung in Österreich haben. Das hat mir den ruhigsten Sommer beschert, seit ich Netzpolitik mache. Und vor allem auch gleichzeitig in Europa keine Regierung. Das war ein Sonderfall. Aber ja, jetzt beginnt es wieder. Also im Moment arbeiten wir gerade ganz viel an den Themen, die auf der europäischen Bühne jetzt bald auf uns zukommen werden und für die nächsten 5 Jahre ganz wichtig sind. In Österreich, wenn es schief geht, kriegen wir noch eine Digitalsteuer und einen digitalen Ausweiszwang noch im September vor der Wahl. Und dann schauen wir mal. Und du bist heute auch eben als Vertreter von EDRI hier, dem Europäischen Dachverband aller zivilgesellschaftlichen Organisationen. Vielleicht kannst du so ein bisschen erklären, in den letzten Jahren hatten wir auch öfter Vorträge, die so ein bisschen erklärt haben, wie ist das Zusammenspiel von dem, was wir auf der nationalen Ebene machen und dem, was wir versuchen, auf der europäischen Ebene zu machen. Ja, na, das Spannende ist, dass einfach ganz viele von den Gesetzen heutzutage ja einfach von der EU gemacht werden. Und obwohl sehr viel national passiert, eigentlich sind es europäische Trends und ganz oft auch europäische Gesetze, die uns entweder schützen, weil dort wie bei der Datenschutzgrundverordnung Dinge festgesetzt werden oder auch Dinge kaputt machen, wenn schlechte Gesetze durchgehen, siehe Urheberrechtsrichtlinie. Und EDRI wurde 2003 am Chaos Communication Congress gegründet, eigentlich nur als gemeinsame Stimme der Zivilgesellschaft. Und inzwischen ist das ein Büro mit 12, 13 Mitarbeiterinnen in Brüssel, die wahnsinnig gute Arbeit machen. Und seit diesem Jahr bin ich dort im Vorstand ehrenamtlich und darf dort auch noch mithelfen. Da ist viel zu tun, weil ich finde es auch eigentlich spannend, dass Netzpolitik immer europäisch gedacht wird. All diese Themen haben inhärent irgendwie was mit Zusammenarbeit zu tun. Es ist ja ein globales Netz. Die großen Pakete, über die wir die letzten Jahre viel gesprochen haben, klar GDPR, aber Copyright, so was passiert jetzt als nächstes? Das beherrschende Thema die nächsten 5 Jahre wird Plattformregulierung. Also die Frage, was ist die Verantwortung von großen Plattformen? Die verhalten sich ja sehr scheiße. Gleichzeitig gibt es auch viele Gesetze, siehe Urheberrecht, die versuchen, Google weh zu tun und in Wirklichkeit, wie hat es Markus gesagt, mit der Schrotflinte auf Google geschossen und das halbe Internet getötet. Das befürchten wir auch bei dem sogenannten Digital Service Act. Das ist das Gesetz, was Ursula von der Leyen schon angekündigt hat. Ansonsten gibt es einen Reigen an neuen und alten Gesetzen. Wir werden um die Terrorverordnung streiten müssen. Wir werden eine AI-Regulierung sehen, die auch Gesichtserkennung mit betroffenen Rechten beinhaltet. Das wird ein großes Thema und wir haben immer noch nicht zusammengeräumt E-Privacy und E-Evidence. Das sind auch nur so 2 Gesetze. Also es gibt viel zu tun. Wie ist es bei EDRI? Ich meine, klar, Deutschland ist ein aktives Land, Österreich ist ein aktives Land, es gibt natürlich auch noch andere, aber es gibt auch noch ganz viele Länder, in denen einfach noch nicht so viel zivilgesellschaftliche Szene ist, die sich das auch leisten kann, an solchen Prozessen teilzunehmen. Wo mangelt es am meisten und wo kann man unterstützen? Also gut, ich glaube, hier sind ja die meisten aus Deutschland, aber wenn man Connects hat, also
Es gibt super NGOs, die wirklich tolle Arbeit machen und kurz vorm Burnout sind, wo wirklich nur Ehrenamtliche aktiv sind. In Dänemark ITPOL, in Portugal D3, in Italien Hermes Center, in Rumänien ABDI, in Bulgarien jetzt Digital Republic neu gegründet. Und einer meiner Jobs im Vorstand von EDRE ist auch genau in diese Länder zu gehen und mit diesen NGOs zu arbeiten und zu versuchen, die aufzubauen. Weil eigentlich brauchen wir überall eine starke Stimme für Zivilgesellschaft. Und es gibt so Länder wie Lettland, wo wir überhaupt niemanden haben. Also es ist halt wirklich noch ein sehr unterschiedliches Bild, aber genau da muss man ansetzen. Wir machen ja an der Stelle eigentlich immer Spendenaufrufe für Netzpolitik, aber vielleicht an der Stelle auch nochmal Spendenaufrufe für andere Organisationen. Man kann euch in Österreich unterstützen, aber man kann auch EDRE unterstützen. Genau, beide leben von Spenden. EDRE hauptsächlich von Stiftungen. Bei uns ist wirklich 70-80% nur von Einzelspenden. Man kriegt auch irgendwie so T-Shirts wie das hier und andere coole Sachen, wenn man auf epicenter.works geht und Fördermitglied wird. Und wer ansonsten wirklich noch was tun will, es gibt dieses Jahr wieder im November die Freedom Not 4 in Brüssel. Da kann man auch hinkommen, kriegt sogar einen Teil der Reise vom Europaparlament gezahlt. Und das ist wirklich der beste Weg, auf eurer EU-Ebene aktiv zu werden. Jetzt vielleicht noch ganz zum Schluss. Du schreibst auch für Netzpolitik, eben auch viel zu Netzneutralität, aber auch zu anderen Themen. Was ist dein Wunsch oder dein Glückwunsch an Netzpolitik? Eigentlich, dass es weitermacht, so wie es ist, und dass es europäischer wird. Also ich glaube, Alexander Fanter macht schon einen guten Job, aber ich glaube halt, sowas wie Netzpolitik ist etwas, das wir in vielen Bereichen brauchen. Und eigentlich muss das auch europäisch gedacht werden und eigentlich auch auf Englisch publiziert werden. Das wäre mein Traum. Zukunftsperspektiven für die nächsten Jahre. Es ist ganz, ganz schön, dass du hier bist und ganz schön, dass du nicht nur in den letzten Jahren, sondern auch dieses Jahr hier auf dieser Bühne bist. Einen großen Applaus für deine fantastische Arbeit. Danke, Geraldine. Ja. Eigentlich hatten wir vor Beginn gesagt, dass wir Gala immer nur mit Jazzhands sagen. Wir sind jetzt gleich am Ende dieser Gala angekommen und ich habe jetzt nur noch die wunderbare Aufgabe, nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch an netzpolitik.org auszusprechen und alle Autoren und Autorinnen auf die Bühne zu bitten. Und zwar werde ich sie jetzt alle aufzählen und sie dürfen alle, während ich sie aufzähle, wenn sie da sind, gleich zu mir kommen. Markus Beckedahl, Marc Warsheim und ihr dürft alle applaudieren die ganze Zeit. André Meister, Anna Biselli, Konstanze Kurz, Thomas Rudel, Stefanie Jalaska, Markus Reuter, Ingo Dachwitz, Olo Irwunsch, Alexandra Fanta, Chris Köver, Marie Böckling, Lennart Mühlhaus, Leon Kaiser und natürlich auch alle freien Autoren, Leonard Dobusch, Markus Montag, Arne Semsrott, Julia Krüger und Thomas Lohniger. Herzlichen Applaus und herzlichen Glückwunsch. Also ihr habt das vielleicht an den Fotos eben gesehen, wir haben es eigentlich nie geschafft, möglichst alle auf eine Bühne zu bekommen und ich muss nochmal nachzählen. Okay, wo ist Marc? Marc meinte eben irgendwas von, er wohnt mittlerweile in Brandenburg und er schied in Ersatzverkehr und ich meinte, nimm dir ein Taxi, aber ich glaube, er hatte Panik. Okay, dann müssen wir Marc zum Schluss rein photoshoppen, aber die Aufgabe ist, dass Jason endlich mal ein Foto macht, wo fast alle zumindest mal drauf sind, also mehr als im letzten Jahr. Vielleicht müssen wir ein bisschen mal, Stefanie, komm mal näher mit dem Sekt. Also Weitwinkelobjektive sind jetzt noch nicht so gut. Ja, aber erstmal Foto, dann Becher, okay? Und halt das mal von meiner Brille weg. Nein, 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 keine Experimente. Also Ruhe und Konzentration, bisschen Yoga, ihr habt das eben gelernt, Schlüssel rausholen. 3, 2, 1, Happy Birthday! Ja, also danke fürs Kommen. Jetzt gibt es irgendwie Kuchen, zumindest solange der Vorrat reicht. Wir machen weiter um 23 Uhr im Mensch Meier. Wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr da hinkommt, also irgendwie kann man mit der Tram hier vorne bis zur Landsberger Allee und von da aus nochmal 10 Minuten irgendwie laufen, wenn ihr kein Taxi nehmen wollt. Ihr könnt auch wahrscheinlich direkt durchlaufen, das ist aber wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde Weg.
Wir feiern da weiter mit Systemabsturz, mit 10 verschiedenen DJs auf 3 Floors bis in den Morgen rein. Mit eurem Badge kommt ihr kostenlos rein, sonst kostet das 10 Euro. Damit refinanzieren wir wiederum die Party. Ja, danke fürs Kommen. Wir hoffen, wir haben euch inspiriert, motiviert, selbst aktiv zu werden. Eine lebenswerte digitale Gesellschaft ist möglich mit euch, ja, mit allen. Danke. So, Bier.